Ja, komm, halt die Klappe. Ach ja, das Lied geht mir zu lang, das geht ja 20 Minuten, Alter. Hi, hallo, wunderschönen guten Abend, ihr wunderschönen Menschen. Hukulu, Tag, sein, was geht. Assalamu alaikum, merhaba. Ja. Curtis wollte dich vorhin initiieren, aber da war es schon off. Bye, have a beautiful time. Ich war nur kurz in der WoW-Pommes unterwegs. Ach, ja. Wie geht's, wie steht's? Ich bedanke mich erstmal. Shinex, vielen lieben Dank für den Prime 10. Und Lars, danke für den Prime 48. Klims, danke schön für den Wisdom 10. Mit Abos. Campino, danke für den Prime 4. Goji, danke für den Wisdom 26. Und Tukulu. Und der Micho, danke für den Wisdom 21. Und Ernie, danke schön für den Wisdom 14. Mit Keko Schlauf. Und Torbsen, danke für den Prime 25. Achtung, Sub kommt. Ah, nice Dodge, hehe, Spaß, lass den Ärger, Keko Schlauf. Dankeschön. Und LBO Project, Dankeschön für den Wisdom 5. Danke für den Wisdom 5. Five Head Gang, küsst deine Augen und die Atmos, Dankeschön. Und Bionzi, danke für den Prime 1. Was geht? So, bin mit meiner Mutter einkaufen, bis später. Boah, alle gehen sie einkaufen. Bruder, was? Ach so, EMS Gang. Tja, da sind sie wieder auf dem Unity Teamspeak und trollen rein. Bye! King Kong, danke schön für den Reset beim 5. EMS-Gang, Junge. Ja. Wir warten noch ein kleines bisschen, bevor ich anfange abzurenten. Die Leute müssen aufwachen. Oder die sind jetzt alle weg und subben nicht mehr für 5 Euro im Monat rein, weil ich donnerstags auch frei mache mittlerweile seit einem Monat. Papa spielt da regelmäßig D&D, wolltest du nicht auch mal? Ich wollte tatsächlich mal, Prepper, ich beobachte das auch bei Twitter und klick mich da immer durch allem. Ja, aber das hat alles nicht so funktioniert. Man spielt immer wieder nicht den Dicken? Weiß ich nicht, ich spiele ziemlich oft sogar Curtis, aber nicht mehr Curtis von damals, sondern normaler Curtis, Bruder. Das ist mir das Sub nicht wert, ja eben, Da Vinci. Bräuler, vielen lieben Dank für den Wisdom im 37. Monat. 37er, Hukulu, was geht? Könnt ihr was machen heute? Erstmal reden wir. Ich muss euch ja up-to-date halten, ne? Man braucht halt eine regelmäßige anwesende Truppe, das stimmt, Prepper. Und das haben wir nicht zustande bekommen, leider. Auch durch JFK, also durch Lucky Neue Arbeit damals, bla bla. Dann schalte ich immer zu dem falschen Zeitpunkt ein. Warum? Gib doch Peanut mal eine Chance. Muss ja nicht immer Curtis sein. Peanut ist mindestens genauso lustig wie Curtis. Der damalige Curtis auf jeden Fall. Was hältst du von den Plänen, dass Sektor jetzt hier die City-EP-Server machen will? Auch Bock drauf? Pff. Wenn ich drüber nachdenke, finde ich die Idee gut, mal im EP eine andere Map zu sehen. Ja, aber ich denke, am System wird sich nicht großartig viel verändern. Naja, also Farmen, dies, das. Junges A, Dankeschön für Luis am 7. Ich mache Ferien in Deutschland, ja Mann. Und Enemy Zeus, Dankeschön für die Subs 2 Monate im Voraus. Dafür gibt's leider keinen Sound. Da nimmt er den normalen Sub-Sound, aber trotzdem vielen lieben Dank. Ich will den 80er Pimps Koksnase spielen, was eben bei Dungeon and Strings Dinger. Bummens, Pimmelim, Bummelim, Spim. So, Moment, ich mach mal eben die Mucke aus, also zumindest die hier. Dann machen wir mal das hier wieder an. Dann kann ich wenigstens das VOD anmachen. Das ist kacke. Moment. Okay, das müsste passen. Ach, ich bin 80er Pimp. Ach so. Auf Sektor. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange die brauchen, ne? Dafür. Aber das wird man ja dann sehen. Mach Content jetzt. Hab 16 Cent bezahlt pro Tag. Ich wusste ganz genau, dass auf den Twitter-Post von gestern, dass da auf jeden Fall ein paar Memes raus entstehen werden. Meine eigene Schwester, die mit Twitch und so gar nichts zu tun hat, Alter, hat mich heute ein bisschen hops genommen beim Mittagessen. Die hat mir gesagt, dass wenn ich nicht pünktlich heute online komme, dass sie nie wieder bei mir subben wird. Weil die 5 Euro lohnen sich nicht dafür. Ja.
Hört Witze machen. Dr. Waffelkuchen, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 26. Monat. Und Atze, danke für den Resub im 9. Monat. Und Kuro, danke schon für den Prime 3. Das ist mir der Monat des Sub nicht wert, ja. Jungs, Mädels, ich bin da kein Böse. Wenn es das so hart triggert, dass ich viermal in der Woche nur da bin und optional dann immer den Donnerstag auch mitnehme als Dodge. Hier wird keiner gezwungen zu unterstützen mit einem Sub oder sonstiges. Das kann jeder frei für sich selbst entscheiden und ich bin da. Kein Böse. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich versuche das immer klar zu kommunizieren. Manchmal verkacke ich, Alter, aber ihr wisst, ne, ihr kennt mich. Ich bin verplant, ich bin manchmal echt dumm. Dann sage ich eine halbe Stunde vorher Bescheid nur, weil irgendwas dazwischen kommt. Oder sage auch manchmal gar nicht Bescheid. So ist das halt. Viermal, ey, mach mal was für dein Geld. 7 Tage die Woche, 12 Stunden. Genau, Johnny, das ist halt das Ding. Ich gucke, dass es mir gut geht. Vom Kopf her und vom Körper her. Und ich gucke, dass es meiner Familie gut geht. Weil da passieren auch ständig irgendwelche Sachen. Und manchmal hast du einfach nicht den Kopf dafür, online zu gehen und so zu tun, als wärst du glücklich. Um andere Leute glücklich zu machen. Und andere Leute zu unterhalten, wenn du selbst nicht gut drauf bist. Und das mache ich nicht. Das ist in meinen Augen fake. Und ich bin nicht hier, um irgendwelchen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen und irgendwas darzustellen, was ich nicht bin. Deshalb handhabe ich das so. Ganz einfach. Ne? Joki, vielen lieben Dank für den Gifted-Zap an Maxwell. Ein Sack Zwiebeln. Und Benmi, danke schön für den Gifted-Zap. Und Curry King, danke schön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Oder machst die Emotes, die man interpretieren kann, wie man will. Humu. Was machst du denn heute nach dem Unity Office? Ja, erstmal frage ich euch, wer das mitbekommen hat jetzt mit Unity auf Twitter. Ich weiß ja, dass viele nicht auf Twitter von euch unterwegs sind. Ehre, man kann ja nicht jeder nachvollziehen. Fanboy-Liebe geht raus. Naja, wir haben das ja abgemacht, als ich wieder angefangen habe zu streamen, ne? So mein Mentor von Twitch damals, und das ist nun mal Papa Stay mit einem Moondai 7 zusammen. Mit dem habe ich damals gequatscht darüber, dass ich nachdenke, wiederzukommen. Und er hat zu mir sogar gesagt, mach ganz ruhig, Bruder. Selbst wenn du nur einmal die Woche kommst. Die Leute, die dich schauen und den Content, den du bietest, unterhaltsam finden, die kommen auch mit einmal die Woche streamen zurecht, so. Und alle anderen, die irgendwas dagegen haben, so, du kannst ja eh nicht die zwingen, die jetzt so zu gucken. Ist halt so. Und ich achte da drauf. Weil wir wollen ja nicht wieder, dass ich ein Jahr dutsche. Hast du wieder dich am Würzbild, lass nicht zu zwingen. Es ist wichtig, immer zuerst auf dich zu achten, genau. Twitter nicht, aber Discord. Das war von Anfang an so besprochen, Punkt, genau. Ich habe es nur im Discord gesehen, da ich mir rein, Gummo, küsst dein Herz. So, was ist mit Unity? Moment. Ja, da hat es von der SD, im Stream weiß von Nick. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie der Partei klingt. Im DC gelesen, mega Magic, verstehe ich so mit. Also, hallo Kevin übrigens. Da ich so ein unprofessioneller Streamer bin und immer richtig Schiss davor habe, meinem Desktop zu zeigen, weil I don't give a fuck, ich will keinen Bann. Ich würde jetzt gerne den Post zeigen, aber Ty hat vorhin getwittert, Unity hat sowieso den ganzen Tag getwittert heute. Wegen den DDoS-Attacken auf den Server die letzten Tage. Ne, war ja kaum zu spielen. Das hatte ich gestern schon vorgeahnt. Also ich wusste, dass da immer noch Sachen sind und deshalb habe ich auch gestern gedodged, weil ich wusste, es mal absolut keinen Sinn, RP zu spielen und gestern war ja besonders schlimm. Und hallo Sebo und Federdaten, Dankeschön für den Wies am 10. mit Tinkepäckchen. Ty hat getwittert, hallo Community, durch die Angriffe der letzten Tage auf Unity Live hat unser Rechenzentrum uns vom Netz genommen. So, mehr muss man nicht sagen. Unity wurde quasi vom Rechenzentrum, wo Unity gehostet wird, vom Netz genommen wegen den Attacken. Ne? Kann man sich ja vorstellen, wenn man ein kleines bisschen Ahnung davon hat. Auf dem Server, wo Unity der Server gehostet wird, sind auch noch andere Kunden, die sind dann da auch von betroffen, wenn solche massiven Attacken da reingeknallt kommen. Ergo bedeutet das, have a beautiful time. Unity ist offline. Gibt kein RP. Zumindest nicht auf dem Server. Momentan. Und Chaba Dulzen, danke für den Prime-Sub im 5. und Tagzam. Und The Kirby, danke schön für den Prime im 8. Und Tomarin, danke schön für den Resub im 11. Und Delurch, danke schön für den Resub im 14. Sind das denn Profis, die das machen? Oder Script-Kiddies? Das würde mich mal interessieren.
Ich könnte jetzt, ich habe ja auch Connections. Ne? Ich bin ja, glaube ich, einer der wenigen Streamer oder wenigen RP-Spieler, die auch sich mit der, ich sag mal, dunklen Seite der RP-Szene beschäftigt haben. Oder allgemein mit komischen Stuff im Internet, so auf einfach aus Neugierde und so. Ich habe voll mit dem Ink, mit dem Vater, gequatscht, der sich da in der Materie auskennt. Ich könnte den jetzt fragen, ob er Lust hat, mitzuquatschen hier. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Ganz viele Leute der Community bzw. der Szene sehen Ink als ihren obergrößten Bösewicht der ganzen Welt an. Ne? Jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Dings. Kann man sehen, wie man will. Ich kann das nicht beantworten, Shorty, ob das Profis sind oder Scriptkiddies. Ich müsste jetzt das wiederholen, was mir auch nur gesagt wurde. Ich habe das im Internet nur so weit kennengelernt, dass quasi jeder bis zu einem gewissen Grad sich Zugänge erkaufen kann für solche Tools. Nicht die Tools an sich selber, sondern für den Interface, worauf man darauf zugreifen kann, um zu DDoSen und den ganzen Quatsch. Bin netter Mensch, ja, Vater, aber du weißt ja, ne? Die dunkle Seite stark in die Junge gehört ist. Ich will da auch gar nicht reingritschen, also jeder hat seine eigene Meinung, jeder bildet sich seine eigene Meinung. Es gibt 100 Leute, die sagen, yo, ein Ink ist ein Arschloch, der hat das und das kaputt gemacht oder das und das gemacht. Und es gibt 100 Leute, die sagen, yo, Ink ist ein liebenswerter Mensch und wenn du den angepisst hast oder wenn der dir was tut oder irgendwas so, dann hast du dem auch irgendwas getan so. Aber das ist, im Prinzip sind eigentlich Kindergarten. Die Hälfte von dem, was zum Beispiel einem Vater vorgeworfen wird, war ja nicht mal selber so. Aber alles, was gesagt wird in einer bestimmten Bubble in der RP-Szene und darüber hinaus auch, führt halt immer wieder auf ihn zurück, weil er für irgendwelche Sachen eine Plattform bietet oder was weiß ich. So, jeder soll machen, worauf er Bock hat. Und jeder kann auch sagen, was er will. Es gibt heute keine Pommes, Ludi. Bitte einmal zurückspulen in VOD. Unity ist offline, ich wiederhole es nochmal. Ich fand Ingo damals schon extrem böse, zumindest mit dem, was der PU damals auch war, aber mittlerweile sind es meine unkorrekte Leute, mit denen man gut talken muss, beziehungsweise schreiben kann. Wie gesagt, alle, ich kenne ihn gerade mit dem Kontakt. Bruder, ich will ja gar nicht beurteilen, wer was gemacht hat und ob das gut oder böse ist. Im Prinzip muss jeder, ne, für sich selbst entscheiden, was er tut. Und jeder entscheidet auch für sich selber, ob das jetzt gut oder schlecht war. Man weiß als Außenstehender eh nie wirklich, was abgeht. Das sieht man ganz gut auf RP-Servern. So, dann kommt, als Beispiel, jetzt kommt irgendeine Fraktion von einem RP-Server und sagt, yo, wir wollen jetzt Klamotten für unsere Fraktion haben und die denken, man nimmt die Klamotten und verschiebt die in den Ort und dann sind die da. Die Leute wissen teilweise gar nicht, was da für eine Arbeit hintersteckt. Ja, und kommt der Bad Boy jetzt zum Quatschen? Ich kann fragen. Ich sitze auf jeden Fall schon mit Güfi und Mila in einem Raum. Ich könnte fragen, aber wir könnten explizit zu Unity jetzt nichts sagen, weil da fehlen halt auch einfach die Informationen oder sind Informationen vorhanden, die nicht weitergegeben werden dürfen. Aber vielleicht könnte den Ink erklären mal, was das überhaupt für eine Attacke ist. Wie man sowas vielleicht entgehen kann und bla bla bla. Ja, der Ink ist ja hier im Channel, Ink. Wenn du kommen willst, dann sag Habibuk. Aber nochmal zur Wiederholung, Unity wurde vom Netz genommen, vom Rechenzentrum und alles weitere könnt ihr bei Dings sehen. Auf Unity, Twitter-Seite oder von Tai. Die Jungs und Mädels sind da auf jeden Fall schon dran, irgendwie was zu fixen, eine Lösung zu finden, bla bla bla. Ergo bedeutet das auch, es gibt keine RP, ne? Und auch die nächsten Tage dann nicht. Und deshalb bin ich auch gerade mit dem Güfi und mit Mila in dem Channel, weil wir dann gucken wollen, weil ich das jetzt auf die Schnelle nicht hinbekomme, so eine halbe Stunde vor Streambeginn jetzt irgendwas zu finden, was ich machen kann. Wir könnten jetzt WoW spielen, aber nee. Also WoW ist echt Resident Sleeper, Alter. Dann gucken wir uns mal an, dann quatschen wir Super Seducer 3 oder so, oder laden wir DayZ wieder runter oder irgendwas. Irgendwas wird mir einfallen für morgen und für die nächsten Tage dann. Dein Ernst? Halt die Klappe, Jammer. Mann! Ink sitzt gerade noch im PowerPoint, wir helfen kurz. Aber.
Heute im Workshop How to be a Skit in Dritt. EFT ist absolut nicht mein Spiel. Scam gefällt mir auch überhaupt nicht. Würde ich mich auch nicht drauf einlassen. Wird der Server echt so lange offline sein? Weiß ich. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Solche Fragen kann ich nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit sowas, wie jetzt bei Unity passiert, auch nie was zu tun gehabt. So. Ne, auf, weiß ich nicht, damals das Projekt von Stare at Me, so, wir hatten solche Probleme nicht. Dass uns irgendwer angegriffen hat. Zumindest weiß ich nichts davon, dass wir sowas hatten. Keine Ahnung, wie lange sowas dauert und was man da macht jetzt. Das kann man echt nicht sagen. Das sind aber auch, selbst wenn ich das wüsste, würde ich das jetzt hier nicht veröffentlichen, weil das ist vom, das soll das Team selber machen. Ne? Habt ihr schon mal Dead by Daylight angeguckt? Ich nicht, aber Mila bestimmt. Ja, ja, diese DDoS-Geschichten. Habe ich die Stelle am Anfang verpasst, wo uns alle als schöne Menschen bezeichnet? Ja, hasse. Scheint aber schon ein extremer Maßstab zu sein, diese Attacken. Kann ich nichts sagen, kann ich gleich den Ink fragen. Ich weiß zwar nicht genau, was da reinkommt oder so. Keine Ahnung. Hi! Hi! Hallo! Hallo Güffi und hallo Milo und hallo Vatan. Hi. Willkommen. Tag! Vatan, erklär uns, was geht ab? Da wurde gerade eine Frage gestellt, ist das professionell oder sind das Script-Kiddies? Das sind Script-Kiddies. Also, nein, okay. Warte mal, bevor wir so anfangen, ne? Weil ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, ob es zu 100% stimmt, bye, weil das Gerücht ging ja rum, dass das irgendwas mit Rage MP zu tun hat und ganz viele Server davon betroffen sind. So wie ich das beobachte, aus meiner Sicht würde ich sagen, das ist nur abgezielt auf Unity, komplett. Weil ich bin jeden Tag auf der Rage MP-Seite drauf, bye, wegen dem Wiki und so einem Scheißseite, da passiert gar nichts. So. Also ich sag dir ehrlich, ich glaube auch, dass es wirklich gezielt gegen Unity ist. Ob das am Ende nur ein Script-Kiddy ist oder ob das wirklich einer ist, der sich mit der Materie auseinandergesetzt hat oder das Ganze gelernt hat, ist immer im Nachhinein schwer zu sagen. Das Problem, womit Unity halt zu kämpfen hat, ist halt nicht nur die immense Bandbreite. Du hast nämlich auch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob euch OSI-Schichten was sagen, aber es gibt 7 verschiedene Layer. Und wenn du Angriffe auf dem 7. Layer, sprich auf dem Applikationslayer, sprich da, wo die ganzen Programme drüber laufen etc., Bruder, bekommst... Vater, da versteht keiner. Du musst das so erklären, dass ich das verstehe. So, was für Layer, Bruder, wo sind wir hier? Die ja, also, du musst dir vorstellen, es gibt für jede Anwendung oder für jedes Paket verschiedene Strecken. Und die 7. Strecke ist die Anwendungsstrecke, sagen okay. wir jetzt mal. So, und wenn du dort wirklich filtern willst, dann brauchst du auf dich zugeschnittene Filterregeln. Und das ist leider tatsächlich sehr, sehr teuer, sowas. Und auch nicht unbedingt so einfach umzusetzen. Okay, wenn du jetzt bei einem Rechenzentrum bist, die machen das nicht für dich, ne? Die passen nicht den Filter für dich extra an. Wahrscheinlich nicht. Kommt drauf an, was für einem Rechenzentrum du bist. Also sag mal so, gehen wir jetzt mal davon aus, bei Hetzner oder OVH, das sind Massenhoster. Du wirst da keinen wirklichen Mehrwert als RP-Server bei denen haben, weil du nur einer von vielen bist. Die werden sich da nicht für dich hinsetzen und extra für dich Filter oder sonst irgendwas anpassen. Du brauchst da schon definitiv eigene Hardware für. Und wenn wir da von eigener Hardware reden, dann reden wir da schon von 5-stelligen Beträgen mindestens. Und das für einen RP-Server, der halt Non-Profit ist, ist halt immer schwierig. Die Leute, ich verstehe das auch nur zur Hälfte. Ja. Ich kann mir das schon so... Ich verstehe das, ja doch, ich verstehe das schon, was du meinst. Deshalb haben wahrscheinlich größere Firmen und Konzerne auch nicht so hart damit zu kämpfen. Oh mein Gott. Go crazy. I'll help it. Ich hab den Dings nicht auf. Deshalb haben wahrscheinlich größere Konzerne und sind nicht so ein heftiges Problem damit, weil die einfach die Hardware dafür besitzen, ne? Richtig. Und vor allem auch Redundanz besitzen. Das ist aber auch kann man sich davor denn irgendwie schützen, wenn man jetzt diese Hardware nicht hat? Schwierig. Also
Die Sache ist immer, du kannst keine hundertprozentige Sicherheit liefern. Sowas gibt's nicht. Es gibt immer eine Möglichkeit, egal was, anzugreifen. Sei es jetzt ein RP-Server, sei es PlayStation, sei es, keine Ahnung, Discord oder sonst irgendwas. Es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit. Aber du musst halt wirklich, um schnell handeln zu können, musst du ein eigenes Team haben, was sich dann wirklich dahinter setzen kann, was dann die Filter, wie gesagt, für dich anpassen kann. Und das setzt halt die eigene Hardware voraus. Aber ist das jetzt im Prinzip, oder ist das jetzt, ist das eine Tatsache? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt. So, da muss ja jemand sein, der gezielt auf Unity, ne, gezielt auf Unity ist. Vielleicht war das, ist das auch ein Ex-Spieler oder so, der gebannt wurde, keine Ahnung. Aber entspricht das, ist das eine Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sowas vorhätte, dass ich mir easy zu sowas einen Zugriff erkaufen könnte und andere damit ficken könnte? Ja. So ja, einfach also es ist Fakt, dass du heute nur Geld brauchst und selber nicht mehr was können musst, um anderen wirklich effektiv zu schaden, ja. Okay. Und du brauchst, das ja, Lustige an dem Thema ist auch, du brauchst weniger Geld, um anzugreifen. Also jetzt, wenn du die Relation jetzt daneben stellst, wie viel Geld du brauchst, um so einen Angriff zu machen und wie viel Geld du brauchst, um so einen Angriff abzuwehren, sind das zwei komplett verschiedene Welten. Wir reden da von einer Summe 1.000 gegen 10.000 Euro. 128 GB Traffic kosten 50 Euro. Das ist so nicht richtig. Traffic-Kosten sind von Bundesland zu Bundesland sogar abhängig und am meisten aber von Land zu Land. Du kannst es absolut nicht pauschalisieren, dass du sagst, 125 GB kosten so oder so viel. Ich verstehe halt hinter solchen Angriffen auf sag mal, Hobbyprojekten oder allgemein so RP-Server, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ja, du wurdest vielleicht als vielleicht ehemaliger Spieler gebannt zu Unrecht, aber warum? Oder du hast mit der Projektleitung ein Problem, aber warum? Vielleicht hört derjenige gerade zu, keine Ahnung, aber warum nimmst du uns den Spielspaß, Bruder? Ja, okay, dann kann man jetzt auf die Vernunft des Menschen zurückappellieren und sagen, versuch doch ein Gespräch mit demjenigen zu führen, mit dem du Stress hast, anstatt alle anderen so mit runterzuziehen, ne? Ja, also du schadest halt wirklich am meisten bei solchen Angriffen nur den Leuten, die auf dem Server spielen. Du schadest den Leuten nicht, die den Server besitzen oder sonst irgendwas. Klar, die kostet das auch Zeit, die kostet das auch eventuell Geld, aber wirklich am Ende am allermeisten tut es einfach nur den Spielern weh, so. Also ich bin ganz ehrlich, mir tut das gerade weh. Ich wollte zocken und ich kann nicht. Wenn da Beef ist, habe ich mit dem Beef nichts zu tun. So, ich kann nichts dagegen tun. Ich finde, sowas sollte man persönlich miteinander klären. Wenn ich jetzt ein Problem zum Beispiel mit Curtis habe oder so, dann regel ich das mit Curtis und regel das nicht zum Beispiel mit seinen Leuten im Chat oder so. Weißt du, das ist halt einfach der falsche Ansatz, wenn man ein Problem irgendwo hat mit den Leuten. Ich finde es irgendwie super unnötig, verstehe nicht, warum man sowas macht. Es gibt da so ein Zitat aus dem Batman-Film, da sagt der Dings, der Butler, ich weiß jetzt nicht auch nicht den genauen Wortlaut. Manchen Menschen ist auf der Welt Gold und Edelsteine und alles vollkommen egal, die wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Und ich finde, das passt da ganz gut zu. Die Leute, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, ob die wissen, was für eine Macht die in der Hand haben und was die da eigentlich veranstalten. Ne? Auch, dass das illegal ist, ganz klare Sache. So, aber muss nicht sein, Alter. Muss ehrlich nicht sein. Nicht böse gemeint. Könnte es vielleicht sein, dass vielleicht von anderen Servern ein Dido, was ist denn ein D-I-D-O? Ein Kater, nein. Keine Ahnung, kann alles möglich sein. Kann sogar sein, dass meine Mutter das ist. Weil, keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass die Server sich untereinander. Ich meine, okay, eine Arma 3-Szene war damals wirklich so, ne? Da habe ich das auch so mitbekommen. Na, zwar als Außenstehender, aber die Server haben sich da auch gegenseitig immer in die Karre gepisst. Aber ich glaube nicht, dass das in GTA so ist, dass die Server sich da gegenseitig irgendwie. Glaube ich nicht dran. Aber man weiß es halt nicht. Kannst du dich damals an Dirty erinnern? Das war es ja auch zum Teil so krass. Ich habe keine Ahnung von Dirty. Ich habe da einmal nur eine Woche gespielt. Oder zwei. Im Großen und Ganzen kannst du aber sagen, man weiß nicht, ob das professionell ist oder ob das irgendwelche Dinge sind. Ne? Aber verhindern kann man nicht, oder Vater? Verhindern kannst du alles. Schau mal bei YouTube nach Mirai. Ich kenne die Doku, die habe ich mir schon reingezogen. Viele können sich natürlich nicht darunter nichts vorstellen mit DDoS. Was ist das überhaupt? Und
Ja, kann man da nicht einfach einen anderen Server machen und so? Das ist echt viel zu komplex alles. Die Attacke an sich nicht, wie das abläuft. Ich hab das mal versucht, für meinen Schwager vorhin zu erklären. Hola, Señorita. Hallo, ich bin live. Ja, ich seh das doch. Ja, dann kommst du bitte und sagst du Hallo. Hab ich doch. Hola, Señorita. Hola, Señorita. Müssen wir dich aufklären? Was musst du mich? Müssen wir dich aufklären? Womit aufklären? Ja, du weißt ja gar nicht, was hier ab ist. Hier ist eine Talkrunde gerade. Ja, ich bin gerade vom Schleppen gekommen. Umzug. Ziehst du um? Nee. Hast du geholfen bei dem Umzug? Ja. Also. Okay, wir reden gerade über DDoS-Attacken auf RP-Servern. Ja, ist überall. Auf jedem fast Projekt. Oder? Weiß ich, keine Ahnung. Da haben viele mit zu kämpfen, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß auf Alternate, ich weiß von keinem Fall, dass das damals war. Aber da habe ich vorhin schon mit dem Ink drüber geredet, habe ich auch gesagt, ja, auf Alternate war das nicht so. Aber das war auch eine ganz andere Zeit, ne? Mittlerweile ist das ja echt, hat sich die Szene ja wirklich sehr stark verändert. Ja, erstens das und zweitens Ding. Ich glaube, hinter Alternate stand aber auch nochmal ein ganz anderes Team, ne? Also, waren ja auch hauptberufliche Entwickler und sowas, ne? Oder? Ja, ja, doch schon. Also, das ist schon was ganz anderes gewesen eigentlich. Sowas kannst du, glaube ich, nicht vergleichen. Also, die Polizei kann Hacker aufspüren. Erinnert ihr euch auch, was? Erinnert ihr euch noch an die Typen, die Banken gehackt haben? Über verschlüsselte Tornetzhecke, Bruder. Die Polizei, klar, kann. Die Polizei kann alles. Kommt drauf an, wie wichtig das für die Polizei gerade ist, ne? Also, du kannst keine Bank mit irgendeinem RP-Server vergleichen. Glaube ich. Nicht mit DDoS-Attacken. Denke ich, oder? Ja, da Vinci, Onkel kurz erklärt, ist überall gut, neues Thema. Da kann man auf jeden Fall einen Punkt hintermachen. Ja, aber ist das denn so? Ist das in der GTA-P also, so, dass die ganzen Server alle... Bei vielen Servern hörst du das. Bei klar, wem? Bei wem? Ich weiß nicht, bei wem. Ich habe das jetzt, glaube ich, bei der Zibaui, glaube ich, auch schon gehört. Ne? Wenn ich mich nicht recht... Also, ich glaube schon. Dann hast du, glaube ich, damals auf... Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, als das anfing oder als das stärker wurde bei Unity, dass GVMP ja auch davon betroffen wäre. Und da war schon betroffen. Und da war Homestead für mich schon klar, das hat nichts mit Dings zu tun, mit RageMP oder so, weil die sind ja auf Alt-V. Homestead war, glaube ich, auch schon betroffen davon. Lucky V hat wohl auch dasselbe Problem. Keine Ahnung, das Ding ist halt, ich kenne mich damit null aus, so deshalb freue ich auch den Vater, wenn ich da irgendwelche Fragen habe. Ich kriege das auch nicht mit, dass irgendwelche Server, dass alle Server, wie Johnny jetzt sagt, angegriffen werden. Keine Ahnung. Ja, nicht alle, aber viele halt, ne? DDoS war im Endeffekt noch nie ein Kavaliersdelikt, aber das Problem ist einfach, dass du kannst IPs spoofen. Ich könnte dich jetzt theoretisch angreifen und IPs von Google anzeigen lassen. Du gehst zur Polizei, zeigst die IPs an, die Polizei sagt, ja, sind doch nur Google-Adressen. Google überprüft das Ganze, Google sieht, kein Angriff aus unserem Netzwerk ausgegangen. Trotzdem tauchen die IP-Adressen da auf und schon ist die Ermittlung vorbei und derjenige wird nicht gefunden. So schnell, die stellen echt die Ermittlung so ein. Ich denke auch nicht, dass die sehr, da, sehr schnell ich denke auch nicht, dass die da großartig mal machen, außer das sind so riesen Konzerne, die davon betroffen sind und die richtig auch eigene Experten haben, ne, die da zurückverfolgen und so. Richtig. Glaube ich auch nicht dran. Das ist halt ist immer von Angriff zu Angriff abhängig. Also einen Angriff kannst du nachvollziehen, weil derjenige keine Spoofed-Adressen benutzt, den anderen Angriff kannst du dann im Endeffekt nicht nachvollziehen, weil gespooft wird. Es kommt immer drauf an. Es gibt viele verschiedene Methoden anzugreifen. Und was man zum Beispiel auch nicht pauschal sagen kann, stell dir das wie einen Briefkasten vor, da passen nur 10 Briefe rein, aber einer will 20 reinschmeißen. Das ist so auch, wie gesagt, nicht richtig, weil es gibt, wie gesagt, Layer 7, der Application Layer, du kannst ohne Probleme einfach, beispielsweise, wir simulieren das Connecten eines Spielers auf den Server. Der Server, er hat zwar eine Hardware-Firewall, er kennt diesen Angriff aber nicht. Jetzt simulierst du aber so viele Spieler, dass die Hardware irgendwann an ihre Grenzen kommt, sprich der CPU auf 100% Auslastung läuft, alles leckt, kein Angriff wird erkannt, du merkst gar nicht, dass du angegriffen wirst, aber dein ganzer Server leidet darunter. Ja, kann man so machen, ne? Bruder, ich hab keine Ahnung, Alter. Ich schwöre, mein Gott, Junge. Eigentlich ist das nicht witzig, Alter, weil das jetzt viele Spieler betrifft, so die natürlich in die Röhre gucken, die gerne spielen möchten. Das ist überhaupt gar nicht lustig, aber ich verstehe kein Wort davon, Alter. Und ich weiß immer noch nicht, warum so die Intention, Alter, warum macht man das?
So, wenn derjenige hier gerade zuhört, Bruder, hör bitte einfach auf, Alter. Komm zu mir, ich regel dein Problem, womit du auch immer hast mit irgendwem. Wir setzen uns ins Café, Alter, ist kein Problem. Ja, manchmal reicht das schon, wenn man gibt sich einfach so, ne? Man redet, ja klar reicht das, natürlich. Zu heute, das hat Ink mir vorhin zum Beispiel erzählt, also vorm Stream heute Mittag. Und auch gerade im Stream so, du kannst dir halt Zugriff zu so einem Interface, dass du sowas benutzen kannst, leicht erkaufen mit Geld, ne? Und du musst nur einfach, ich sag mal so, dich falsch verhalten im Internet, vor allem als Streamer. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, und das ist jetzt nur ein Beispiel, nehmen wir mal den Struppi, Dankeschön übrigens für den Resub im 34. Ich habe keine Ahnung, wer Struppi ist, aber ich könnte jetzt in meinem Stream einfach sagen, oder Struppi benimmt sich jetzt hier falsch im Chat und ich banne ihn und sag, yo, Struppi, du bist voll der Blödmann und ich tue ihm jetzt Unrecht oder was weiß ich, oder er fühlt sich so, als hätte ich ihm Unrecht getan. Ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist, aber der Typ kann voll drauf, um mir das Leben zur Hölle machen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und ich denke mal, aus solchen Dingern entsteht auch sowas dann. Ist vielleicht ein Ex-Spieler, der gebannt wurde und sich zu Unrecht irgendwie, ne, behandelt fühlt oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, wer weiß, ne, Alter, das kann daran liegen, dass der einfach vom Server gebannt worden ist, das kann aber auch daran liegen, dass der halt irgendwie von x-beliebigen Streamern irgendwie beleidigt worden ist und demnach sich demütig fühlt oder so, ne? Ja, ja. Also das ist so der Weg, der mir im Kopf rumschwebt, weshalb das passiert. Deshalb sage ich ja auch, wenn derjenige zuguckt oder wenn das sogar mehr als eine Person ist, man kann alles klären, bitte nicht. Lass mich bitte meinen Peanut auspacken, Alter, ich dreh durch, Bruder. Wenn ich hier morgen Super Seducer zocken muss, ne, Alter, und mir so einen Scheiß geben muss, Alter. Ich heule. Also, du bist schuld, wenn ich heule. Sollte der Angreifer das hören, finde ich, sollte der Angreifer lieber mich angreifen, Unity in Ruhe lassen, damit der gute Curtis wieder spielen kann, da da wenigstens ein Gegner, ja, leg dich mit dem Vater an. Schickt euch da gegenseitig eure DHL-Pakete, Alter. Genau, ich hab Spaß mit dir. Aber lass Unity in Ruhe. Ich hab auch gestern geguckt und da wurden dann auch so Sachen gesagt wie, ja, du Hurensohn und, ne? Bye, have a beautiful time. Oh. Ist egal, wo das gesagt wurde. Auf jeden Fall derjenige oder diejenigen, die dafür wahrscheinlich verantwortlich sind, wurden halt beleidigt, aus Frust natürlich, ganz klare Sache. So, aber es gibt immer einen Weg, das zu klären, einfach indem man miteinander kommuniziert. Ja, aber Hurensohn sagt man auch nicht, ne? Das sagt man nicht. Das ist ja, das muss man schon sagen. Man beleidigt einfach niemanden. Kann jemand das so gezielt auslösen, der noch nie auf dem Server gespielt hat? Ja klar, Bruder. Kann jeder. Also das weiß sogar ich, dass das jeder kann. Das ist komplett egal. Das sind jetzt auch einfach nur Vermutungen, weil warum sollte jemand, der mit Unity oder so, damit irgendjemand davon nichts zu tun hat, warum sollte der das machen? So, warum sollte der Ressourcen, ne? Ressourcen im Sinne von Geld verschwenden dafür, um Leute zu ärgern, mit denen er nichts zu tun hat? Ganz wie gesagt, einfach, also ich glaube, man sollte. Ja, also, weißt du, mit diesem Du und so, da wurde wahrscheinlich in irgendeinem Stream gesagt, so denke ich mal, ne? Ja, aber. Ich sage nicht, dass das gerechtfertigt ist, was der Typ vielleicht jetzt macht, ne? Weil ich will ihm ja nichts unterstellen, ne? Aber ich kann ist unter keinen Umständen gerechtfertigt. Nein, ist nicht gerecht, aber ich kann irgendwo verstehen, wenn man öffentlich gedemütigt wird, so, weißt du, was ich meine? Ja, aber das sind aber jetzt auch nur Vermutungen, man weiß nicht, was der Auslöser dafür war, keine Ahnung. Deswegen habe ich ja gesagt, so, wenn es der vielleicht ist, so, ne, aber man demütigt halt niemanden öffentlich. Macht man einfach nicht. Also, kommen wir da zu dem Abschluss, indem man einfach sagt, das behandelt die Leute, egal wo, ob im echten Leben oder auch im Internet, genauso wie du behandelt werden möchtest. Ganz einfach. Ja. Und wenn es dazu kommt, seit wegen einem RP-Server, dass du jemanden von deinem Projekt oder seit jemand gebannt wird oder so, weil, ne? Dann, ja, du bist der Gebannte dann in den und dann nimm es einfach hin. Und es gibt viele andere Server, es gibt viele unterschiedliche Server. Es gibt für jeden Menschen, der RP spielt, einen Server, der extra angepasst ist auf ihn. Es gibt Hardcore-Server, Softcore, alles Mögliche, Alter. So, ich habe vorhin auch gesagt im Stream, ich kenne ja auch die Schattenseite des RPs und ich kenne ja auch so, und das wissen auch viele, das habe ich auch auf. Das habe ich zum Beispiel bei einem Tai und Dexus auch kommuniziert. Ich kenne viele der Leute, die auf RP-Servern rumgehen und die selber keinen RP mehr so, ich sag mal, ernst nehmen und nicht mehr spielen und die dann da rumkicken, ne? Im Sinne von,
ich port mal irgendwelche Autos weg und so. Mhm. Und ich weiß aber, weil ich das hinter den Kulissen weiß, die Leute, die so machen, haben damit angefangen, weil die schlecht behandelt wurden. Von irgendwelchen Projekten. Und von Projektleitern und so. Ne? Ja. Du weißt das selber, Johnny. So, ja. Ich habe schon hunderte Geschichten gehört, wo jemand sagt, yo, hier, was weiß ich, ich habe mit meiner Freundin auf dem RP-Server gezockt und die Projektleitung hat die angeschrieben und dann habe ich mich da eingesetzt, hat der meine Freundin in Ruhe lässt und dann hat er mich einfach weggebannt und so. So viele Menschen werden auch zu Unrecht falsch behandelt, bla bla bla. Und dann erschaffst du solche Menschen. Die kommen dann auf deinen Server und machen richtig Blödsinn. So wie zum Teil ein bisschen auf Unity war. Ne, mit dem Flöchen. Ja, mit den Autos wegporten. Man hat sehr schnell rausgefunden, das rechtfertigt aber keine DDoS-Attacke. Das will ich auf gar keinen Fall sagen, Sika. Natürlich nicht. Ich will nur erklären, wie ich das mitbekommen habe, warum Leute mit so einem Quatsch und jetzt nicht mit DDoS-Attacken, sondern mit auf dem Server rumrennen und ne, Leute abknallen. Warum die damit anfangen? So in den meisten Fällen ist das, weil da irgendwas falsch gelaufen ist im Team. So, weil Menschen einfach manchmal schlecht behandelt werden. Vor allen Dingen kann man muss da sagen, nicht jeder Mensch geht gleich mit irgendeiner Sache um, so, ne? Ja. So, keine Ahnung, wir sagen jetzt, das ist nicht gerechtfertigt. Für denjenigen ist das dann in dem Sinne dann gerechtfertigt, aber, ne? Jeder empfindet das halt anders, ne? Das ist immer eine Sache der Auffassung, wie man das Wort aufnimmt halt. Ja, man hatte ja gesehen, solche Menschen wie beim Flöchen, als er auf Unity gespielt hat, so seine Autos wurden immer weggeportet und so. Man hat ziemlich schnell rausgefunden, jetzt nicht von der Serverseite aus oder vom Team aus, sondern zum damaligen Zeitpunkt hat sich zum Beispiel ein Johnny und auch ein Ingwo dazu getragen, darum gekümmert, dass der Jute Flo einfach in Ruhe gelassen wird und dass die Leute bitte aufhören sollen damit auf Unity. Und das wurde dann auch eingestellt. So, und dazu dem Thema, man kann mit Leuten, die irgendwie verärgert sind, auch reden und das klären. Man muss halt auch das Gespräch irgendwo suchen und für ein Gespräch bereit sein, ne? Das ist auch mal wichtig. Ja, vielleicht schaffen wir das heute. Wenn wir Glück haben, hört derjenige zu oder diejenigen hören zu und ich kann das klären. Oder ich bin ein Mensch, wie ihr alle. Weil das ist echt Abfuck, Alter, das ist echt frustrierend, oh. Das ist echt frustrierend. Nicht nur für die Leute, die das streamen, ne? Und damit ihre Dings bezahlen. Oder beziehungsweise mit dem Stream und den Subs und ihrer Community oder den oder der Interessensgemeinschaft oder wie man das auch immer nennen möchte, die davon leben oder so, sondern auch für ganz normale Spieler, die nichts mit irgendwelchen Streams zu tun haben, die einfach nur ein bisschen daddeln wollen. Die kommen von der Arbeit, die wollen einfach nur ein bisschen zocken. Für die ist das genauso schlimm. Das muss halt nicht sein. Das Problem bei dem gesagten Spieler, wie du ihn nanntest gerade, dass er die Leute auch anzieht und sich drüber lustig macht. Beim Flöchen meinst du jetzt, Onkelchen? Ja, ja, ich weiß. Das hat man dem Flöchen aber auch gesagt, außerhalb vom RP. Dass er das nicht zelebrieren soll, wenn ihm das im RP passiert, aber er gibt halt... Ja, der lacht halt selber. Er lacht halt, so, er gibt halt einen Fick. Er versteht es auch nicht. Er versteht es halt auch nicht, aber darf sich dann auch nicht wundern, wenn Projekte ihn dann ausschließen, weil er gewisse Spiele und so anlockt, die dann so einen Quatsch auf dem Server machen. Meint ihr aber nicht, dass die People das lassen will, würde man nicht immer so publik machen? Und wenn niemand denen Aufmerksamkeit gibt, wird das ziemlich schnell langweilig. Was kann ich dir nicht sagen, Salty? Weiß ich nicht. Nee. Man weiß ja auch gar nicht, wer das ist, ne? Du weißt ja nicht, ob derjenige da in den Stream zuguckt und sich dann darüber lustig macht, dass irgendwer sich aufregt. Er muss ja, glaube ich, oder, Vater? Du drückst auf einen Knopf wahrscheinlich und dann geht das von alleine alles. Du musst da nichts machen, oder? Also 99% bei den Leuten, die das machen, die machen es tatsächlich so, weil sie die Angriffe nicht selbst ausführen, sondern irgendwelche Interfaces, Panel etc. dafür nutzen. Aber im Normalfall macht man das schon selber, ja. Also wenn du den Angriff auch wirklich selber durchführst. Aber davon gehe ich in dem Fall ehrlich gesagt nicht aus. Aber es ist halt scheiße, wenn man das so macht, das macht das Spielen keinen Spaß mehr, ja, klar.
Aber andererseits könnte ich mir trotzdem auch vorstellen, dass es wirklich auch nicht nur ein verärgerter Spieler ist, sondern auch wirklich irgendwo Konkurrenzgedanke, weil Unity ist jetzt kein kleiner Server und vielleicht denken sich manche, ja, der nimmt mir Spieler weg oder so und fängt dann an anzugreifen. Ich meine, es spielen ja auch viele Streamer auf Unity, die ja auch viel wert sind für Server. Alles Schmutz. Ja, da können wir jetzt 5 Stunden lang drüber reden, so warum, weshalb, wieso und woher kann das kommen und was. Im Endeffekt findest du das eh nicht raus. Im Endeffekt müssen das irgendwelche Behörden übernehmen, die da gucken. Oder ich meine, auch wenn es Konkurrenz in dem Fall wäre, so liefert einfach ein besseres Produkt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch den gleichen oder sogar mehr Erfolg haben. Aber nur weil die Konkurrenz einen gewissen Server angreift, das ist ja noch lange nicht, dass die Spieler dann da bei ihm anfallen. Aus der Erfahrung kann ich sagen, dass die Leute, dass die Leute nicht juckt, die wollen einfach den Leuten auf den Sack gehen und den Server down nehmen. Die juckt die Aufmerksamkeit meistens relativ wenig. Ja, ich denke mal, das ist so eine rechte Hand, linke Hand. Meistens, ne, es gibt eine rechte Hand, wo das interessiert und linke Hand, wo das nicht juckt. So. Das kann von uns sowieso keiner wissen, warum, weshalb, bla bla bla. Das Einzige, was wir machen können, ist halt direkt zu den Leuten oder zu demjenigen reden, wie jetzt, wie ich gesagt habe, yo, Bruder, schreib mich an, so, was immer für du ein Problem hast, das kann man alles klären. So, nimm, ne, wenn du ein Problem hast mit X, so nimm bitte den anderen, den Rest der Spieler einfach nicht, Dings. So, die sparen den Spaß daran. Weil wir können nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Doch, du bist ein Schwein. Warum? Ich kann nichts dafür, Alter. Ich bin Spieler, ich mische mich da nicht ein. Ich habe mit niemandem Stress. So, ich kann nichts dafür. Das wäre jetzt so, als würde man sagen, ja, Mila, du bist das schuld. Hey. Lass mal Gang, wir spielen morgen. Ja, kannst du eh nicht in der Pommes. Ja, das müssen wir sowieso, aber das machen wir schon. Die ganze Zeit habe ich mich davor gesträubt, zu sagen, ja komm, wir spielen mal andere Spiele, so, weil ich ewig keinen Bock hatte und jetzt werde ich quasi dazu gezwungen. Außer ich gehe den Onkel natürlich auf Zebowie besuchen, der mich wahrscheinlich mit Twinkie und Peanut mit einem Handkuss entgegennimmt. Ja, ich kann euch da unterbringen, im Taxiunternehmen. Ja, was denn? Ihr lacht, aber das geht wirklich, ich habe Kontakte. Da wird der ganze Server abgefuckt, weil du mal einen Kommentar in deinem Stream nicht gelesen hast. Ich glaube nicht, dass das wegen einem Kommentar ist. Also so denke ich jetzt, Alter. Also wenn ich mich wirklich in diese, wenn ich mich wirklich in die Situation so reinversetzen würde, Alter, würde ich, glaube ich, glaube, es gibt keinen Menschen, der wegen sowas. Das muss schon, entweder ist das pure Langeweile oder so Konkurrenzding, oder das muss schon einen triftigen Grund für die Person auf jeden Fall haben. Aber so möge der Herr sich bitte beim Vater melden. Ich bitte drum. Geht ja online. Bye, have a beautiful time. Bye, have a beautiful time. Das wird schon wieder. Alles wird wieder gut. Es gibt Ups und Downs. Immer dran denken, oh, see all good. Ich lasse mich davon eh nicht abbringen. In dem Moment, wo Unity online ist, bin ich da. Ja, sehe ich genau so. Aber es ist trotzdem schöner aufhört Gewissen, wenn irgendwo Stress herrscht, das zu klären. So, das ist mein Gedanke jetzt dabei. Und natürlich, dass das aufhört, damit ich wieder zocken kann und damit alle wieder zocken können. Du bist Friedensstifter, ja? Ja, doch, warum denn nicht? Alter, wie viel Stress hatte ich schon seitdem ich in der, in Anführungszeichen, Öffentlichkeit mit Stream bin? Wie viel Stress hatte ich mit irgendwelchen Leuten so? Und am Ende hat sich herausgestellt, als ich das dann mit denen geklärt habe, und teilweise kamen die auch sogar auf mich zu, wie sinnlos das eigentlich war. So, das beste Beispiel war für Young Thug damals so. Ich hab Beef mit dem, Internet-Beef. Und bla bla bla. Und später saß ich irgendwann mit denen zusammen und wir haben das geklärt. Wir haben uns totgelacht darüber. So, wie dumm wir eigentlich waren. Und vorher habe ich auch gedacht, ja, war da, bla bla. Und dann lacht man einfach. Lässt sich halt schnell aus der Welt schaffen, so. Ich glaube schon, dass Curtis schuld ist. War bestimmt der Typ, den Peanut von rechts gepusht hatte. Ja gut, also sag dir ehrlich, wenn mich einer so ehrenlos brettern würde, dann würde ich auch den Server angreifen. Nein. Nein, Quatsch. Sag sowas nicht, oh. Nein, Quatsch. Du darfst sowas überhaupt gar nicht sagen, Alter. Alle Leute, die irgendwie mit deinem Namen, irgendwie deinen Namen gehört haben, Alter, für die bist du das größte Übel und ein absoluter ekelhafter Mensch. Ja, aber guck mal, das, war, du, das was das du mit dem Jungen mit P gemacht hast, war auch sehr respektlos. Ja, aber das ist RP, Bruder. Das ist nur RP. Bye, have a beautiful time. Ich muss wieder an den Clip. Voll rechts gepusht.
Ich muss da ehrlich gestehen, dass bei dem Clip da ein bisschen, dass ich da absolut triggert war, wegen dem RP davor schon. So, man hat sofort gemerkt, da. Erstens habe ich gemerkt, das habe ich aber gar nicht angesprochen im Stream, habe ich gemerkt, dass der Typ, für die Leute, die das jetzt auch live gesehen haben oder im Clip, der Typ, der den Unfall verursacht hat in dem Moment, der war im Discord mit dem Typen, der angerannt kam. Die waren beide im Discord, deshalb hat er auch nicht geredet. Das hat mich schon maximal getriggert, Alter. Und dann dieses freche Verhalten, obwohl wir nur, wir sind zwei Skin-Character, wir wollen nur RPen. Dieses freche Verhalten und dann lösen wir die RP-Situation auf und der kommt noch und hält uns an und macht so eine freche Ansage. So out of nowhere, so da musste. Ich fand die Reaktion gut von dir. Also jetzt, Real Talk, also. Was jetzt mit Goldhain RP? Nee, Oma, wir quatschen jetzt heute nur. Ich will, mir Gedanken, deshalb habe ich auch Mila damit zugeholt. Wir müssen halt jetzt gucken, was wir dann die nächsten zwei Tage oder so, keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Wie gesagt, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner für. Gucken, was wir dann machen. Wir können ja mal andere Sachen probieren. Super Seducer 3, habe ich gehört, soll gut sein. Minecraft? Ja, oder wir gehen in den Minecraft-Pommes. Jetzt wenn go. Du willst. Da bin ich dabei. Der Stadtpark wird nachgebaut, dann spielen wir MP auf Minecraft. Johnny und ich machen wieder Rattenfarm. Ja, BT und ich werden wieder ausgeschlossen vom Minecraft-Server, weil wir irgendwelche Kühe gehauen haben vom Johnny. Geisterpommes, aber Geister ist auch nur eine Stunde, zwei lustig, wenn überhaupt. Da werde ich immer ausgeschlossen. Also ich glaube, dieses Geisterding ist doch mittlerweile schon ausgelutscht, oder? Ziemlich harte Updates kommen da immer und nach den Updates ist das Spiel eigentlich schon, es wird deutlich schwieriger immer. Echt? Guck mal, ich kann dir sagen, ich habe eine Zeit lang nicht gespielt und vor ein paar Wochen habe ich das nochmal gespielt, so, ne? Mhm. Und ich fand, da hat sich einfach nichts dran geändert. Doch, die Geister sind schneller geworden und so. Das macht immer ein paar Runden Spaß und dann ist das auch wieder langweilig. Ja, ich finde, irgendwo sind die auch zu früh in Early Access gegangen hier mit Phasmophobia, meiner Meinung nach. Oder du kannst froh sein, dass der Entwickler überhaupt nur Updates pusht, Alter. Das ist heutzutage ist das nur eine Besonderheit, Alter. Ist so. Jedes Mal, wenn ich auf Twitter sehe, dass der wieder ein Update gepusht hat, denke ich mir so, krass, Alter. Und dann hast du dir damals Heat gekauft oder Reign of Kings oder so, wo so ein kleines Entwicklerstudio, das macht ja nur eine Person, Phasmo, ne? Wo so ein kleines Entwicklerstudio hintersteht und die kassieren einfach die ganze Kohle und verpissen sich. Von denen hörst du nie wieder was, Alter. Ab in Monopoly Plus, würde ich sagen. Freundschaften zerstören, ne? Was ist Monopoly Plus? Gartic-Phone, ne? Gar kein Bock auf Browser-Games. Let's go, Valheim. Valheim ist doch wie Rust, ne? Bye, have a beautiful time. Nee. Valheim ist cool. Also Valheim war jetzt doch, oder ist immer noch im Hype, soweit ich weiß. Das Survival-Spiel, kann man schon so sagen, oder? Ja, schon, aber ich würde jetzt nicht sagen Rust, weil... Valheim haben wir zusammen gespielt. Ich weiß. Aber Rust hat ja auch so einen großen Competitive-Part, ne? Ich bin nicht dran. Ja, ich guck mal. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen Chaos im Kopf. Ich muss das natürlich klären. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, stimmt. Satisfactory. Nein, wir könnten Ding spielen, Alter. Das Piraten-Ding. Ja, ja. Aber Mila hat das nicht. Gibt's nur den 1-Euro-Pass? Ich muss immer kotzen von Sea of Thieves. Echt? Ja, Real Talk. Also ich bin seekrank in Real Life und wenn ich das Spiel spiele, komme ich da gar nicht drauf klar. Wie, du bist seekrank? Ja, ich kann das nicht so mit Booten, Schiffen und so. Also gut, jetzt so ein riesen Kreuzfahrtschiff oder so nicht. Nee, ist okay, Nico, beruhigen Sie sich. geh mit denen auf ein Ding jetzt auf der See, Junge, Alter. Dann hast du die ganze Zeit nur Kotzen, Alter. Nee, Red Dead Redemption Online wird nicht mehr angefasst, weil die dann immer alle Cheat-Engine auspacken und dann gibt es wieder einen Knebel in eine Pommes, Alter. Mhm. Stimmt doch gar nicht. Ja, ich überlege mir was für morgen. Vielleicht hat Mila ist ja so die Horrorspiel-Expertin und ich glaube Horrorspiel. Ist das gut? Aber es gibt nicht viele, die man halt gemeinsam spielen kann, ne? Auch Dead by Daylight. Ja gut, DBD, ja, so cool. DBDs. Ich finde das gut eigentlich. Ja, das Ding ist auch nur, ich habe eine SSD nur drin stecken, ne, Alter, ich habe keinen Platz mehr. Ich muss Sachen erstmal deinstallieren. Der kommt aus dem Bau. Ich habe trotzdem keinen Platz. Rocket League Turnier, Bruder. GTA deinstallieren. Aber. Hat noch irgendeiner Fragen zu DDoS? So, gerade haben wir so einen Experte da. Ja, Vater, erzähl uns doch mal, wie verdienst du dein Geld eigentlich? ich arbeite bei McDonald's hinter der Kasse
auf 450 Euro Basis, das reicht mir. Oder ich habe schon ein, zwei Burger abgestoppt. Walla, der tut mir immer zwei, drei mehr Pommes rein, ja, wenn ich bestelle. So. Manchmal gibt er irgendeinen Mitarbeiter Rabatt, wenn er getroffen ist. Mit Kuss auf Herz. Gibt es verschiedene Arten von Didos, fragt der Keto. Mhm. Ja, da war er schon. Ne? Ich glaube, es gibt einen Unterschied bei den Paketen, die gesendet werden, oder? Ja, da gibt es unterschiedliche Schichten, Pakete, alles. Da musst du mal am besten ein bisschen im VOD zurückgehen, da wo wir mit dem Thema angefangen haben, da habe ich das so ein bisschen erklärt, was OSI-Schichten sind, durch welche Layer, bisschen mal, was die Layer bedeuten und sowas, dann weißt du sicherlich, was ich damit meine. Es gibt auch richtig gute YouTube-Videos davon. Wo das erklärt wird. Junge, die neuen Sounds. Das kannst du jetzt mal kurz so erklären. Anleitung eines D-Dots. Nein, hier, das ist ja keine Anleitung. Ja, genau. Deswegen muss man halt aufpassen, was man auch sagt. Das wollen wir an der Stelle nur mal klarstellen hier, ne? Für das euch ist auf hier. Keinen Fall eine Anleitung. Nee. Der hat nicht einmal gesagt, wie das funktioniert. Also, wie man das jetzt macht. Immer mit der Ruhe. Am besten guckt euch auch gar keine Videos dazu an, weil ihr braucht das eh nicht. Aber man kann sich, man soll sich Informationsvideos dazu reinziehen, wie sowas funktioniert. Ja, Information, also, was das überhaupt ist. Ich muss das meiner Schwester auch erklären. Sagen, so an Videos. Was sagst du? Sag, es gibt da auch viel Trash auf jeden Fall. Ja, dann halt Wikipedia, da erklären kann, ne? Das auch. Kann man die Angriffe zurückverfolgen? Das ist auch immer angriffsabhängig. Manche Angriffe kannst du zurückverfolgen, andere Angriffe kannst du nicht zurückverfolgen. Das ist halt immer abhängig davon, was es für ein Angriff ist. Also du kannst, wie gesagt, haben wir eben auch schon mal gesagt im Stream, du kannst IP spoofen, sodass es aussieht, als wären die Angriffe von Google, Microsoft, Amazon oder sonst irgendwas. Du kannst von mehreren Servern aus angreifen, du kannst von infizierten Personen, also infizierten PCs aus angreifen. So habe ich das kennengelernt zum Beispiel. Also so habe ich mich damit mal schlau gelesen, weil ich wissen wollte, was das ist. Euer PC kann quasi, wenn ihr infiziert seid, einfach zu einem Bot-Netzwerk dazugehören. Ohne, dass ihr das merkt. Kann ein Hacker den Hacker nicht zurückverfolgen? Ich glaube, Hacker also es gibt ist da immer das falsche Wort, ne? Ja, Hacker ist da das falsche Wort. Es gibt immer einen besseren in der Branche, das ist klar. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt Wege und Mittel, die man da hat, um jemanden zurückzuverfolgen. Aber die Wege und die Mittel, die kannst du halt nicht bei jedem anwenden. Das ist halt auch die Problematik, die wir generell mit dem Thema haben, wodurch auch weltweit so viel fallen gelassen wird, wenn es darum geht oder auch nicht wirklich verfolgt wird und eher die Ressourcen und das Finanzielle in Hardware und Technik gesteckt werden. Sag, habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, bei so Großkonzernen und so, die haben die Mittel dafür, da doch wirklich so versuchen zu verfolgen. Oder beziehungsweise den Behörden dabei zu helfen, dass man da irgendwie gucken kann. Aber hier dreht es sich halt um ein RP-Projekt und um ein Rechenzentrum, wovon ich noch nie gehört habe. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, ob die so wie Hetzner oder OVH oder so unterwegs sind, so diese großen, großen Dinger. Und das sind auch, mein Wissen begrenzt sich dann auch nur auf die zwei Dinger. So, und das auch aus der Alternate-Zeit, weil ich da immer gehört habe, so OVH und dies und das. Ja, im Großen und Ganzen kannst du im Prinzip nichts machen, außer Geld in die Hand nehmen. Vermute ich. NSA kann das, aber die interessieren sich nicht für Unity, fürchte ich. Naja, vielleicht haben wir ja Glück und so ein Agent zockt hier. Ich meine, gibt ja ein paar FIBler, ne? Im Ja, die setzen sich dann in Buffalo und schmeißen den Laptop da drin an der Stelle. Auch die NSA, die kann auch nicht mehr machen, als Gesetze und Technik im Endeffekt hergibt, ne? Es gibt immer eine, die schlauer ist. Richtig. Ich hoffe einfach nur, dass die Scheiße aufhört. Hat Ufo. Nichts mit Netzwerken oder DDoS-Angriffen oder so zu tun gehabt. Snow war Whistleblower. Da wird er uns wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen können. Ganz interessant zum Thema DDoS ist das Video von Simplicissimus, Angriff auf das Internet. Dankeschön, Nick. Der Nick ist ja auch so ein IT-Mensch. Der hat zwar nie was gepusht beim Programmieren, aber der kennt sich auch aus.
Da krieg ich wieder keine Lust mehr. Wie hoch sind die Kosten für eine Protection gegen solche Art von DDoS-Attacken etwa? Das Ding ist, man weiß nicht, was Unity abkriegt. Oder man kennt die Zahlen, aber das veröffentlicht man nicht. Aber wir können ja einfach mal so eine Ziffer nennen. Sagen wir mal einfach 300 Gigabits, verdammt. Aber das ist schon, ich sag mal so... Oder ab wann wird das professionell und ab wann weißt du, okay, das ist nichts Professionelles. Also, kann man das so pauschal sagen? Ich persönlich muss sagen, professionell ist es für mich ab dem Punkt, wo nicht wirklich mit Bandbreite, mit großer Bandbreite angegriffen wird, sondern mit komplexen Angriffen und gewissen Paketen, die der Server nicht als Angriff erkennt. Das sind für mich professionelle Angriffe. Aber das hört sich, wie gesagt, eher nach dem Ding an, worüber wir eben schon gesprochen haben, da ein bisschen Geld investiert, paar Angriffe ausgeführt und fertig. Wenn wir da von 300 Gigabyte oder so reden, dann musst du da definitiv vierstellig investieren. Da kannst du dir teilweise schon ein Auto verkaufen. Damit du den Angriff ausführen kannst oder damit du dich dagegen schützen kannst? Damit du dich dagegen schützen kannst. Damit du den Angriff ausführen kannst, brauchst du bei weitem weniger, weil du ja in vielen Fällen ja nicht mal mit deinen eigenen Ressourcen angreifst, sondern mit den Ressourcen anderer. Aber wenn du dich schützen willst, kannst du dich nicht mit Ressourcen anderer schützen. Da brauchst du eigene Ressourcen. Und das macht das Thema wiederum so in Anführungsstrichen eklig. Also brauchst du quasi eigene Hardware. Du kannst jetzt nicht so, sagen wir mal, OVH gehen und sagen, yo, ich zahle dir X Summe und dann sind wir dagegen geschützt. Ja, also wenn du bei OVH so sechsstellig lässt, dann vielleicht, ja, aber vorher. Meinst du, dann war der so ein Premium-Kunde dann da bist, dass die sich darum kümmern? Genau. Ich meine, warum sollten die sich die Arbeit machen? Warum sollten die Zeit überhaupt opfern, wenn du nur einer von vielen bist? So ein RP-Server kostet, in Anführungsstrichen, wenn du keine Angriffe hast, nicht viel, um ihn zu betreiben. Aber wenn du dann zu den Angriffen kommst, die dann auch in die schon ins Komplexere gehen können, dann hast du schon ein größeres Problem und musst einiges an Geld in die Hand nehmen. Laut Twitter hat gestern Tai 250 geschrieben. Ja, ist das schon professionell, 250? Sind das Gigabyte, Gigabits? Keine Ahnung, wie man das nennt. Naja, das ist, wie gesagt, das ist schwer zu sagen professionell, weil ich persönlich... Okay, es kommt auf die persönliche Meinung jetzt, ne? Genau. Selber. Für mich sind halt, das ist halt irgendwo oldschool in der Szene mit großen Bandbreiten oder so anzugreifen, weil Bandbreite heutzutage nicht schwer zu kriegen ist. Wirklich die Kunst da drin ist, Lücken zu finden, die nicht gefiltert werden, in der Firewall und dann darüber die Pakete zu versenden. Das sind nicht unbedingt Lücken von der Firewall, aber jede Anwendung musst du dir vorstellen im Internet, die braucht einen eigenen Schutz. Du brauchst bei TS angepasste Filter, damit die Leute nicht timeouten, wenn Angriffe kommen. Du brauchst auf einem 5M-Server nochmal andere Filter als auf einem Rage-Server zum Beispiel, damit du da auch nichts merkst, wenn Angriffe reinkommen. Und das trifft dann auf jede Anwendung zu. Egal, ob du dann am Ende einen Web-Server betreibst, ob du einen CSGO-Server betreibst, da musst du die Steam-Query schützen und alles drum und dran. Also es ist immer wirklich stark anwendungsabhängig. Ja, das, was Thiago gesagt hat, kann man so unterschreiben. OVH hat eigentlich einen relativ guten DDoS-Protection für normale Angriffe, aber sobald es darüber hinausgeht, kannst du das Ding halt auch knicken und musst in die Tasche greifen. Richtig. Verstehe nur Bahnhof, ja, ich glaube, das geht gerade vielen so, aber das muss man, ja, okay, wenn man sich, ne, wenn man das verstehen möchte, kann man googeln. Das Thema ist halt, ist komplex. Eben, das Thema ist da, wie gesagt, sehr komplex. Wir können uns da im Endeffekt jetzt wirklich die ganze Nacht drüber unterhalten und da wird man trotzdem nicht wirklich weiter wissen. Ich bin in dem Thema jetzt auch schon geschätzt 15, 16 Jahre drin oder so und ich weiß auch nicht alles. DDoS Protection bei Ink ist das Beste. Da traut sich keiner, weil der Vater antwortet. Das ist die beste Sicherheit. So dumm das klingt und ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, aber das stimmt halt tatsächlich. So, also, wenn du in der Lage bist zu antworten, hast du die beste Sicherheit, weil ne, es gibt immer einen, der schneller und besser ist. Ja. Aber statistisch gesehen muss ich auch sagen, seitdem so ein paar Seiten so eine gewisse Meldung aufploppen lassen, bevor man auf die Website kommt, gibt es statistisch gesehen weniger Angriffe auf diese Seiten, lustigerweise. Ja, okay, da wissen wir jetzt aber auch gar nicht genau, was da angegriffen wird und so. Da müsste man jetzt jemanden von Unity holen, der damit zu tun hat, der daran gerade arbeitet. Aber wie gesagt, hat kommuniziert der Server für sich selber oder beziehungsweise die Projektleitung teil in dem Sinne. In dem Fall. Bye, have a beautiful time. Ich denke mal, da wird es doch Updates noch geben auf Twitter und im Discord. Das ist jetzt auch nur ein allgemeiner Talk so.
weil ich euch auch mitteilen wollte, ne? Nicht, dass ich morgen dann wieder eine Nachricht kriege von wegen, ja, du hast Freitag kein RP gezockt und dann ist mir der 5 Dollar Sub im Monat nicht wert, so. Wenn ich jetzt im Prinzip wirklich nichts dafür kann. Das ist auch kein Hate an denjenigen, der das mir geschrieben hat bei Twitter, by the way. Ich finde das nur lustig. Wo ist denn Roman, wenn man ihn braucht? Ich glaube, Altonet hatte damals nie mit solchen Sachen zu tun. Also solchen Angriffen. Damals war das auch nicht so verbreitet in der Szene. Damals war die Szene wirklich noch angenehmer, kann man sagen, oder? Zu Altonet-Zeiten. Wenn das überhaupt aus der Szene kommt, das ist ja immer die Sache, das weiß man halt nicht. Ich zahle auch keine 6 Euro bei Mc's, um dann einen Chickenburger zu bekommen. Hä, wenn du dir einen bestellt hast? Wie 5 Dollar Prime ist kostenlos? Ach ja. Ich glaube, der beste Schutz ist einfach. Ist einfach dazu sein, dass du. Ja, okay, das klingt vielleicht auch dumm, wenn ich jetzt sage, dass man niemanden verärgert. So. Kannst du Leute mit Sachen verärgern, die für dich ganz normal sind, du weißt das gar nicht. Also gibt es doch keinen besten Schutz dafür, dann ist das, was ich erzähle, wie so immer einfach nur Bullshit. Aber man kann es klären im Nachhinein. Also bitte. Der beste Schutz wäre, wenn wir uns alle zusammen in der Halle setzen und da über LAN-RP spielen. Da gibt es aber trotzdem irgendeiner, Alter, der irgendwelche Scheiße auf dem Dings hat. Ich würde mal ein Kondom über die Serverplätze ziehen und fertig. Boah, wäre das so einfach. Vielleicht ist das Rockstar selber oder vielleicht Manuel Neuer. Oder vielleicht ist es Schattenbund. Der VIP ist aber kein Sub. Aber der Vater kontrolliert erstmal jeden von Rechnern. Ach, glaub mir, Jungs, Mädels, in der Szene, als normaler Spieler kriegt man das gar nicht mit, Alter. In der Szene sind schon Sachen abgelaufen. Davon, Alter, geht unter keine Kuhhaut. Ich habe schon von so vielen Sachen mitbekommen. Da gab es zum Glück. Zum Glück gibt es das heute nicht mehr. Auch einige Server, die ihre Spieler missbraucht haben fürs Bitcoin-Mining, ohne dass die davon wussten und so. Ist halt. Ist aber auch jetzt einfach so gesagt, zu beweisen. Go stupid! Go crazy! Hab ich aber auch keine Beweise jetzt für, will ich auch gar nicht weiter drüber reden. Das sind so Sachen, die man hört und mitbekommt. Wenn beim PDM die Autos halt 1 Dollar kosten anstatt 90k. GTA-IP-Szene im Hintergrund sind einige kriminelle Sachen passiert. Oh ja. Ja, da wurde ja mal die ein oder andere Motte angeblich für 30.000 ja mal verkauft, was auch nicht gestimmt hat. Hören tut man viel, das stimmt. Did it work? Können Außenstehende, zum Beispiel der Vater oder andere, die sich gut auskennen, zum Beispiel dagegen wirken, sprich mit besseren Schutz oder so? Boah, da müssen wir jetzt ganz weit ausholen, wenn es um ein Thema mit den Ink geht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Name Ink wird in Verbindung gebracht mit ganz bösen Sachen. Und tatsächlich könnte der Vater dann helfen, ja. Aber das liegt bei den Betreibern, ob die sich auch helfen lassen wollen, dann von einem Ink. Ich bin nämlich derjenige gewesen, der zum Vater gerannt ist und hat gefragt, Bruder, kannst du bitte helfen? Oder könntest du, kann man da irgendwas machen? Da müssen die Leute halt für sich entscheiden. Was macht Ink eigentlich im Thema Didos? Was? Könntest man dich und deine Kollegen erstmal Hukulu, bin gerade erst reingekommen. Was kostet, da ihr schon länger in der Materie seid, ein in diesem Maßen angemessener Schutz? PS, hoffe euch geht's allen gut. Hallo Dodo erstmal, haben wir gerade schon beantwortet. Ne, was hast du gesagt? 5-stelliger Bereich? Ja. Ja, 5-stelliger Bereich. Fass mal zusammen, warum man Angst vor Ink hat, bin ich im Bilde. Ich kann nicht zusammenfassen, warum Leute Angst vor Ink haben. Keine Ahnung. Das ist wie, was ich gerade gemacht habe. Ne, eigentlich ist das total dumm, was ich gerade gemacht habe, wo ich gesagt habe, yo, es gab mal einige Server, die haben ihre Spielerschaft dafür benutzt, um Bitcoins zu farmen, während die auf dem Server sind und so. Im Prinzip werfe ich was in den Raum und habe keine Beweise dafür. Und das ist das Dümmste, was geht, was ich gerade gemacht habe. Und das kann man auch quasi auf einem Ink anwenden.
Es gibt viele Leute, es gibt viele Devs von irgendwelchen RP-Servern, es gibt viele Leute halt, die sagen, yo, was weiß ich, ein Ink hat gerade das und das gemacht oder der ist dafür schuld, dass das hier bei uns gerade die Datenbank explodiert ist. Und ob er am Ende stimmt, weiß keiner, weil die Leute haben keine Beweise dafür. Aber alles, was Schlechte passiert, wird, weil der Vater sich vielleicht mal wirklich auch mit Beweisen irgendwo daneben benommen hat, wird direkt auf ihn geschoben. Ich hoffe, man konnte folgen, was ich gesagt habe. Dann hat es eigentlich gut zusammengepasst, ja. So, ich habe dich oder wir haben dich damals kennengelernt auf Homestead und da habe ich auch schon gehört, ja, musst du aufpassen und bla 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 und ja. Und ich habe dich wirklich kennengelernt. So, ne, ich kenne Sachen von dir. So private Sachen, weil er da auch privat ist hinterm Stream, alles so. Du bist ein ganz normaler Mensch. So, du hast zwar manchmal auch einen Kick im Kopf, Alter, aber das haben wir alle. Wollte ich gerade sagen. Ja. Hat Junge. Jeder reagiert mal falsch. Oder ja, Mann, ich habe auch schon falsch reagiert. Wo ich ein Jahr weg war aus der RP-Szene, ne? Und ich an die ganzen Sachen so manchmal darüber nachgedacht habe, damals die ganze mit Alternate, die Sache, warum ich vom Server gegangen bin und du selbst reflektierend darüber nachdenkst, so, dann ist mir so viel eingefallen, was ich damals falsch gemacht habe, so, aber Fehler machen sind menschlich. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich mache heute noch Fehler. Ich mache heute noch Fehler, aber wenn ich was mache, mache ich das nie mit Absicht, um eine andere Person zu schaden oder so. Ich sag heute noch dumme Sachen, Alter. Oder mein Gehirn ist schneller als mein Mund ist schneller als mein Gehirn. Und sag vielleicht auch manchmal im RP Sachen, wo ich mir danach denke, boah, ich hoffe, dass die Leute das verstehen, dass das hier nur Spaß ist und RP. Manchmal macht man dumme Sachen, manchmal nicht. Aber man soll daraus lernen. Im Endeffekt, richtig, man soll daraus lernen, muss irgendwo dazu stehen, weil rückgängig kann man das Ganze irgendwo dann halt nicht machen. Passiert, ist nun mal passiert. Kann man nur das Beste draus machen. Zum Glück bist du live, hab was zu knabbern und zu trinken. Ja gut. Hat Curtis meine Dono wieder überlesen. Bruder, BT erstmal Dankeschön für $25 mit Abus. Ich weiß nicht, warum du $25 hier rein donatest. Du sitzt da oben im Channel, Junge. Und Timmer, Dankeschön für $6. Das ist mir der 5-Euro-Sub einfach nicht wert. Timmer, du hast dich letztes Mal noch darüber beschwert, dass du keinen WoW spielen möchtest, weil du nicht einsichtig 12 Euro dafür zu zahlen. Du hast gerade davon die Hälfte mir gegeben, worüber ich sehr glücklich bin. Aber Dankeschön. Aber ja, brauchst du nicht, ist alles fein. Mir geht's gut. Mir geht's gut, euch geht's gut, allen geht's gut. Bald wird wieder RP gezockt, weil der böse Mr. D-Dosser aufhört. Ne, Mr. D-Dosser? Wir sind alles Freunde. Kommt zu mir, wir klären das. Dann wird Ehre wieder hergestellt und dann ist alles gut. Und jeder kann Spaß haben und das ist das Wichtigste. Ne. Du bist ruhig. Du Stinke. Ruhe, Nap. Hey, hey. Sei froh, dass das Mila ist und nicht Twinkie. Ach so, Digga, dann gibt es halt nichts mehr. Ja, Timmer. Bruder. Kauf dir eine Flasche Cola. Kauf dir ein paar Kerzen bei Ikea. Mach den romantischen mit deiner Freundin. Alles ist gut. Ab sofort jeden Monat 5 Euro an mich, wenn du in der Gilde bleiben willst, Timmer. Tiako macht Daisy auf. Erst ruft Twinkie seine Mama an. Bye, have a beautiful time. Bye, have a beautiful time. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mila, was spielen wir? Weiß nicht. Also, wir könnten ja wieder Daisy spielen. Das war ja ganz spaßig. Am besten RP, ne, mit UN und so, die patrouilliert. Mit was spielen wir, meine ich übrigens nicht mehr heute, ne, weil das ist alles so kurzfristig. Ne, für Mila, die Welt von Azeroth ruft dich. Mich ruft gar nichts. Alle überreden uns oder wollen uns dazu überreden, dass wir auf jeden Fall TBC spielen. Weil der Jack, Leon, Imbalikes ist sogar da, Jamar, Weezy, Alter. Die zocken alle WoW. Alle süchtig. Der ganze TS spielt WoW. Ja, Mann, das ist. Hier die Frage ist, wann spielst du in? Güfi zockt. Du bist in der Zebaui-Pommes, Junge. Ja, kannst du auch kommen. Wo ist das Problem? Der Whitelist ist das Problem, hab ich gar keinen Bock drauf. Same. Ja, das
Ich helfe dir dabei. Ah, du, ah, ich brauche Hilfe. Hilfst du mir auch dabei? Ja. Ich habe noch nie eine Whitelist gemacht. ja, mal gucken. Du weißt, dass die Whitelist da kommt. Oh, macht Eule. Vitamin B. Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Okay, ich habe manchmal so Kicker-Sounds, ne? Nix kurzfristig rein in die Piratenpommes. Oma, muss ich runterladen alles? Ist jetzt alles so kurzfristig? Ich wollte einmal nur ein Update geben, damit ihr alle Bescheid wisst, warum, weshalb, bevor ich dann wieder Ärger krieg. Bevor irgendeiner sich wieder Snacks und Cola geholt hat und das heute nicht essen und trinken darf, weil ich nicht online komme. Go stupid, go crazy, stupid. Wie viel Gigabyte hat das Piraten-Game? Ich glaube 50, 60 oder so, das ist schon groß, was? Ne? So groß? Ich glaube schon, oder? 20, das irgendwie ist so. Allerdings eine gute Frage, ich muss mal nachschauen. Weiß noch, der Max meinte mal zu mir, lass das spielen, dann habe ich mir das runtergeladen und geholt. Dann haben wir eine Stunde gespielt, dann meinte er so, boah, eigentlich macht das ja doch nicht so viel Spaß. Dann haben wir wieder aufgehört. Das ist halt, das Ding ist, ich glaube, das Ding ist, es einfach, man vergleicht immer viele Spiele mit RP und diesem Spaßfaktor, aber ja, Bruder, RP ist wahnsinnig, Alter. Du kannst wahnsinnig viel Spaß da drin haben, weil da lustige Sachen passieren. Und manche Spiele kommen halt da nicht, kommen da nicht dran. Das Tolle an RP ist halt, dass es wirklich so komplex irgendwo ist. Also, egal was für ein, du hast jedes Game irgendwie im RP verpackt, so, weißt du, wenn du Lust hast, gerade irgendwie auf ein Autorennen, setzt du dich in ein Auto und fährst Auto. Wenn du Lust hast auf eine Schlägerei, kannst du dich boxen. Also RP ist so vielfältig, das ist, da kommt einfach kaum ein Spiel dran, ne? Ja, das ist halt krass. Das Tolle an EP ist der Realitätsverlust. Da muss der JT wieder reinkicken. Und ich muss die Subs folgen. Ich lese gleich die Subs noch vor, keine Sorge. Dankeschön. Lass doch Real Life GTA spielen. Ja komm, wir treffen uns. Wir stehen in unserem Kreis in Duisburg-Marxloh. Mal gucken, wer dann eine Gang macht. Und sich ein Bandana anzieht. Ultimate Chicken Horse, schnell geladen und funny. Cody, ich hoffe, dass du trotzdem gleich den Laden aufmachst, auch wenn der Server nicht online ist, ne? Ich hab Hunger. RP ist wie eine Serie auf Netflix, nur dass man selber mitspielt und die Handlung beeinflussen kann. Manchmal schon, ja. Aber manchmal auch nicht. Morgen FIFA? Ja, ja. Wo ist der Cody? Der Typi ist der Cody. Aber Junkie Park gibt's schon im Real Life Görlitzer Park. Mal kurz in den Doggo. Jungs, the Webbe. Doggy Doggy Jungs. Keine Ahnung, was wir da morgen zocken werden. Vielleicht das Piratenspiel. Müsste gucken. Mal gucken, auf was Mila Bock hat, auf was die anderen Bock haben. Hm? Spielen. Ja. Ja. Was denn mit dem, was Jack gesagt hat vorher? Was hat Jack gesagt? Jack, was hast du gesagt? Tour of Us oder so heißt das, ne? Tour of Us? Irgendwie, war das nicht so? Ach, Tour of Us. It takes two. Also. Danke, Jack. Stream Sniper. So hieß das Lied Tour of Us, glaube ich, ne? Ey, aber welches Game auch geil ist? Dieses Knockout City, das ist wie Völkerball. Oh Mann, ich hab Völkerball immer gehasst. Ich hab Angst vor Bällen. Ja gut, aber diesmal sitzt du ja nur hinterm Monitor. Da geht ja, das ich auch, krieg oder? Trotzdem Turbine. Oh, schlecht. Oh, Top 10 Deutschland RPler. Oh, Top 10 deutscher RPler hat mir gesubbt, Junge. Edel, danke für den Resub im 37. Reagierst du heute auf das neue Video von Leon Marché? Boah, Junge, halt, geh bitte weg, Alter. Dann schreibt er heute in jedem Stream, ne? Ey, es gibt zwei Leute, denen man auf jeden Fall auf Twitter, was heißt auf jeden Fall? Auf jeden Fall muss man dem Edel auf Twitter folgen, weil der ist nur am Reinkicken, Alter. Auf jeden Fall. Der Edel geht auf Twitter hin und schreibt bei irgendwelchen RP-Spielern so, die irgendwelche Bilder posten aus dem RP raus so, ja, wenn ihr mal irgendwann bei eurer IC-Beziehung Hilfe braucht, könnt ihr euch gern bei mir Rat suchen. Und dann in Klammern so Top 10 RP. Junge, der ist nur am Reinkicken, Alter. Der ist so ein Idiot, ne? Guck, aber der Max hat das verlinkt. Guck in die Antwort. Hast du das? Guck mal.
Da hat der CJ irgendwas gepostet. Und dann schreibt er jeder drunter, hey CJ, wenn eine IC einen Steuerberater braucht, damit die etwas für die Altersvorsorge machen könnt, für mich kein Problem. In Klammern Top 10 RP, Junge. Der Typ, der hat nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag auf Twitter zu hängen und reinzutrollen, Alter. Und das Schlimme ist, beim Edel weiß man nie, ob der das ernst meint oder ob der das zum Spaß macht, Alter. Das ist halt echt so, du sitzt dann da und denkst, Alter, das ist jetzt ernst? Verdammt. Wir zocken letztes Mal auf Unity, Alter. Mit Curtis und Mila, mit den Charaktern. Und dann kommt auf einmal so, wie heißt die Karre nochmal, Alter? Ah, Mann, wie heißt das? Ist der nicht Super Diamond oder ja, so? Ja, genau, mit dem Super Diamond kommt uns so ein Super Diamond entgegen mit so italienischer Mucke, ne? Und wir fahren so an denen vorbei und ich schon am Zittern wegen DMCA-Scheiße so, wegen der Mucke. Und ich fahre von dem Auto so weg und auf einmal kommt uns das Auto wieder entgegen, Alter. Und wir sind so kurz vorm Einlangen, weil es schon spät war und wir fahren so zum Yankee Park und dann sehe ich die Karre wieder, Alter. Dann war das die ganze Zeit der Edel, der mit lauter Mucke im RP rumgefahren ist, der uns gestreamsnappt hat, dieser Wechsel. Junge, der ist uns eine Stunde hinterher gefahren, Alter. Mit Mafia-Boss-Musik, Junge, der ist so lost. Edel, Alter, du bist der King, der braucht mich Schwitze. Und so eine Idee musst du erstmal kommen. Ne, wir waren mit Peanut und Twinkie, wir waren gar nicht auf Curtis und Mila, Alter. Das war der Edel, ja, ja. Weil ich habe nämlich rausgefunden, dass das der Edel war, weil ich dann nämlich später gesehen habe, dass genau die Karre da geparkt hat, Alter, mit denen der Edel, mit der, wo Edel rumgefahren ist, Junge, du bist so einfach Top 10 RP. Der Typ, ne? Gar nicht, schreibt er eh. Ja, ja, gar nicht. Das ist letztes Mal zugegeben im Teamspeak. Du Knallkopf. Ah, der fehlt noch bei euch. Was willst du machen? Du kannst die Leute nicht dazu zwingen, RP zu spielen. Und ich kann das verstehen. Wir sind mittlerweile seit 8 oder 9 Monaten auf Unity, Alter. Das ist der längste Server, wo ich jemals gespielt habe. Sonst war das immer nur so 4, 5, 6 Monate und dann war irgendwie ein neuer Server oder so. Irgendwas hat sich dann immer ganz schnell verändert. Edel, Alter. Was würdest du eigentlich sagen, wer ist Top 3 RPler auf Unity? Kann man nicht sagen. Du kannst nicht sagen, derjenige da hinten spielt schlechtes RP und der ist gut. Kannst du nicht. Jeder ist auf seine Art und Weise individuell und... Oh, kannst du nicht. Klar gibt es Leute, die in deinen Augen oder in meinen Augen RP machen, was irgendwo nicht hingehört, aber das mache ich auch in den Augen anderer. Wenn ich mit Peanut und Twinkie, wenn wir irgendwo auftauchen, Alter, und da wird rumgerülpst oder gefurzt, so, der eine sagt dann, ja, voll schlechtes RP, so, für andere sagen die, oh, super. Warte, L war doch länger, oder? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, Alternate war so 6 Monate. Und wenn du so lange spielst auf einem und dem gleichen Server, kann ich schon verstehen, dass die Leute Pause machen. Die haben ja auch Spaß, lass die doch. Die haben Spaß in anderen Spielen. Alle zocken WoW, die einen zocken Dart. Oder haben sich einen neuen Server gesucht, bla bla. Tyrese hat mal gesagt, er würde gerne wieder spielen, aber bei ihm funktioniert GTA nicht und er hat keinen Bock dazu fixen. Und dann spielt er lieber ein bisschen TBC. Also World of Warcraft. Mission Visa gut sein. Die haben eine Out zugemacht, ne? In meinen Augen bist du auf jeden Fall in den Top 5 Deutschland. Wenn ich das selber beurteilen müsste, würde ich sagen, nein. Weil das RP, was ich momentan habe, das hat nichts mehr, oder momentan mache, hat nichts mehr mit dem von damals zu tun. So, es gibt keine großen Stories mehr. Ich komme halt auch aus einer ganz anderen Zeit. Hab ich damals reingeschwitzt, leck mich am Arsch. Ah, Elva, so 10 Monate Real Talk jetzt? 2017, kam doch Anfang 2018, oder nicht? Boah, ich weiß das gar nicht. Ich weiß ehrlich nicht mehr. Hollywood zu. Ja, ich glaube, Hollywood ist heute, wenn überhaupt, nur noch so auf richtigen Hardcore-Servern möglich. Wisst ihr, was ich meine?
Aber so wirklich richtige Hardcore-Server, wo dann jeder sehr, sehr, sehr ernst nimmt und wenn überhaupt. Hast du das mit Sektor mitgekriegt? Bruder, ich krieg alles mit. Ja, hab ich. Mit der Map und so. Ja, also, da müssen wir mal gucken. Was sagst du? Das darf man doch noch gar nicht leaken. Wir haben doch ein großes Geheimnis daraus gemacht. Das ist eine öffentliche Information. Warum darf ich in meinem Stream darauf nicht reagieren? Die haben das ja so geschrieben, als wäre das Top Secret, was jetzt passiert. Das keine Ahnung. Ich weiß, dass es die Tatsache gibt, dass Rockstar schon 2017, 2018 gegen genau diese Mod. Ich kann mich auch irren. Aber die sind auf jeden Fall gegen diese Liberty City Mod vorgegangen und haben die down genommen. Die haben, also Rockstar selber hat es verhindert, dass die Map gespreadet wird und benutzt wird. Kann sein, dass sich das mittlerweile geändert hat oder dass das schon wieder eine ganz andere Map ist und so. Aber das wäre mir persönlich zu heiß, darauf einen Server aufzubauen. Naja, wir haben damals das Drama mitbekommen mit OpenIV und so, wo Rockstar kurz davor stand, alle GTA-Server Platz zu machen, beziehungsweise Scripthook war das, glaube ich, ne? Die ja. Davon abhängig waren. Und die kurz davor waren, wirklich alles einzustampfen, Alter, so. Also, die werden mit Sicherheit ein Auge darauf haben. Guck doch ein paar Clips an, ne? Story momentan. Welches Tier klopft... Wer ist ein Twinkie? Ach, Twinkie meinst du? Welches Tier klopft Twinkie als nächstes vom Baum ab? Wie viele Peitschenhiebe hält Peanut noch aus? Oh mein Gott. Was los, Shit? Keiner müde, ja, Mann. Ich zock RP, keiner schreibt, Alter. Wir talken alles Spam rum, Junge. Stiche in mein Herz, Alter. Gibt es schon Ersatzspiel für die Downtime? Bisher noch nicht, aber wir werden bestimmt bald bis morgen finden. Müssen wir uns mal trauen, die Arschbacken zusammenkneifen, mal was anderes probieren. Auch wenn du dann... Habo, Junge, hör mir auf, Alter. Auch wenn du am Ende dann vielleicht... irgendwelche Games sind, die absolut Resident Sleeper sind. Aber einfach mal probieren. Wir könnten heute WoW spielen oder ab morgen WoW spielen. Das Problem daran ist nur, dass du da nicht rumrennst und questest und nebenbei zockst, sondern dass du die ganze Zeit geboostet wirst. Das heißt, du stehst nur rum, Alter, und irgendein anderer macht die Arbeit. Weil das halt einfach der Meta-Dings ist. Also ich bin am Questen. Endgame vom WoW könnte interessant sein, wenn man zusammen da in Instanzen geht und so, das wird lustig. Aber da Griffy 12 Stunden für ein Level braucht man momentan im WoW, glaube ich nicht. Das ist eine Lüge. Rumstehen und jemand anders macht die Arbeit, ist doch RP. Was schaffe ich? Also ich sag dicken Respekt an Griffy, wenn er es schafft, auf Max-Level zu kommen in dem Spiel. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe dem Griffy letztes Mal auch erzählt, als ich dazu angefangen habe zu spielen, mit 13, so durch meinen älteren Bruder. Ich hatte einen Real-Life-Kollege, der hieß Daniel. Mit dem habe ich immer WoW gespielt, so. Und wir haben ihn nie auf, damals noch auf TBC, wir haben ihn nie auf Max-Level gebracht und der hat immer wieder angefangen zu zocken. Also der kam immer mal wieder für 2-3 Monate. Und das über Jahre hinweg und der hat nie geschafft, auf Max-Level zu kommen. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich ist WoW so, du hast einen Add-on, was dir sagt, was du machen sollst. Damit du da nicht selber so die Informationen rausziehst, weil das ist fast unmöglich, Alter. Dann brauchst du ein Jahr, bis du am Max-Level bist. Du machst einfach Musik an und questest einfach. Das ist einfach Arbeit. Hab gerade geschaut, Alternate ist laut Twitter 8. September 2017 live gegangen. Also doch ein Jahr. Ich hab bei Alternate. Ich weiß nicht, hätte ich. Also wenn ich drüber nachdenke, fühlt sich das so an wie so. 5-6 Monate nur. Was habe ich mit Leveln zu tun? Griffy hat noch 3 Wochen Zeit ohne Boost, dann gibt es einen Monat Game Time. Das stimmt. Wie? Ich habe mit Jack gewettet. Ach so, wenn du auf Max-Level schaffst, dann schenkt er dir einen Monat Game Time. Ja. Der Mann, ich habe den da zwar ein bisschen reingepowert, aber der hat sich gebeugt und macht damit. Ja, Mann, du kannst es in einer Woche schaffst. 3 Wochen. Kriegst du von mir 3 Monate Wochen. Game Time. Oh, in einer Woche? 3 Monate Game Time? Boah. Wenn er es in einer Woche schafft. In einer Woche? Welcher bist du? In einer Woche. 35. Easy, locker. Boah. Aber momentan ist Max Level ist noch 60. Aber easy, aber nicht für ein Griffy. Deswegen ja.
Da kann man sich mal aus dem Fenster lehnen. Wenn der Giffy jetzt richtig schlau wäre, ne? Würde der Giffy hingehen zum Jamar, weil Jamar ist ein absolutes Grindtier. Den Typ kannst du 23 Stunden vom PC hängen. Habe ich übrigens auch gemacht zu Classic-Zeiten. Habe ich den Jamar dafür quasi bezahlt, dass der meinen Charakter spielt in der letzten Woche vom Ranken. Wenn du schlau bist, Giffy, gehst du mit deinem Account zum Jamar, sagst ihm, der soll für dich leveln, dafür kriegt er 2 Monate Game Time. Bye, have a beautiful time. Dann kriegst du von Jack 1 Monat und vom Vatern. Boah, aber der hat das gehört, der zeigt den Mittelfinger jetzt. Ja, warum hast du jetzt Masterplan rausgehauen? Warum war der Riemchen denn gebannt? Hat er bestimmt irgendwann mal was Dummes geschrieben. Ja, das kann man ja nicht anders, ne, vom Neffen. Nee. Ich danke für die Behebung des Käfers, Junge. Ja, Riemchen, das gibt aber jetzt hier einen Zap, ne? Ich warte. Der Junge ist arbeitslos, was verlangst du da von dem? Alter, und? Warum machst du das Riem, so? Ein Warum? Döner geht weniger auf jeden Fall. Sag mal, Ink. Ja? Warum sagst du das denn jetzt so? Der Riem, der ist doch stolz drauf. Das ist doch schon wieder öffentliches Demütigen. Hören Sie auf damit. Nee, der ist eine Stolze darauf. Übrigens, Space Pirate, vielen lieben Dank für $6. Hier das Schutzgeld an Vater, damit das Kraftwerk nicht ausgeht. Gib ich nachher weiter. Besser ist es. Und Zerberster, Dankeschön für den Gifted an den Riemchen. Der Knallkopf. Bye, have a beautiful time. Bye, have a beautiful time. Los, Geister mit Mila und den guten und netten Hacker. Wer ist denn hier ein Hacker, Junge? Hacker, wir haben Hacker. Nee, Chat, keine Geister heute. Ich weiß, ihr wollt Dings. Aber ich habe jetzt ein bisschen, ich muss jetzt gucken, was wir machen morgen. Wir müssen überlegen, brainstorm. Weil ich tue mich da echt schwer. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Trash-Games zu zocken. Weil dann sage ich nach einer halben Stunde, ich habe keinen Bock mehr und dann mache ich einen Stream aus, wenn ich pisst bin. Esperle, was? Curtis kuscht nicht nur, ist mir in den letzten Streams halt irgendwie aufgefallen. Warum das bei dir der Fall ist, kein Plan. Was denn? What? Was? Jetzt geht genau mal wissen. Wer ist denn dieser Kid Kusch und warum will der, die das immer im Mittelpunkt stehen? Ach so. Meinst du das? Ich glaube, der wollte nicht dich markieren, oder? Ach so, ja, Kid Kusch, warum willst du denn immer im Mittelpunkt stehen? Erklär doch mal. Nix ist los, Jamar. Geh wieder in deine Höhle zurück. Super Seducer 3. Das könnte, ist aber Singleplayer, ne? Ach so, Esbelle, okay. Wer soll wieder geboostet werden? Ja, Jamar, unseren Masterplan können wir nicht mal durchziehen. Das könntest du jetzt verraten. Du wirst nicht mehr boostet, so. Hä, was hab ich denn jetzt damit zu tun, Jamar? Werde ich geboostet? Du zockst kein WoW. Woher willst du das wissen? Weil du das niemals spielen würdest, Junge. Ich bin WoW Pro Gamer. Laberst du, Junge. Du rauchst eine blaue, dann bist du weg vom Fenster, Alter. Bin mal kurz AFK und dann kommst du nach einer Woche wieder, klickst auf seinen Namen im Teamspeak, Alter, ist er seit 3 Wochen einfach nicht mehr geredet. Ich würde dich boosten, wenn ich könnte, Ink. Danke, Gefühl, ich auch. Aber ich bin ein Noob. Ich empfehle dir den Server The Bowie RP. Dort hast du 1 ab Pommes. Ja, ist auch meine Empfehlung an der Stelle. Ich hatte so einen Kicker-Clip gesehen von Zimbabwe, ne? Also, wieder ein gutes 11,99 auf jeden Fall. Ich vermisse es, mit den Riemen mit dem Twingo in die Mine zu fahren. Boah, apropos, jetzt wo du das sagst, ne? Stimmt. Ich hab vorgestern mit dem Vatern mit der Projektleitung von State V geschrieben, weil der Vater mir erzählt hat, dass der da mal kurz zocken war. Wo ich da mal nachgefragt habe, ob ich überhaupt mal da gebannt wurde, weil damals hieß das, ja, du bist gebannt auf dem Server. Wir beide, ne? Ja, wir sind gar nicht gebannt gewesen. Nein? Nein, irgendeiner hat uns angelogen, ich weiß nicht mehr wer. Weißt du, wer? Ja, aber sag den Namen dann jetzt nicht. Nee. Aber nee, waren wir nicht, sind wir nicht. Also bedeutet das, ich war noch nie auf einem RP-Server gebannt, nirgendwo. Auf welche Insel gebannt hat hier Käfer? Auf State, als wir damals auf State gespielt haben, ein bisschen. Da hieß es am Ende, dass Johnny und ich da gebannt worden wären, Sicherheitsbann oder sowas bekommen hätten. Aber das stimmte gar nicht. Das ist eine Lüge!
An diesem Tisch wird nicht gelogen. Oh mein Gott. Twinkie. Was? Hä? Twinkie. Ach komm. Ja, wie? Ja, du reißt dich schon mal ein bisschen im TS wow. wenigstens zusammen. Ruhe jetzt, den alle. Den hab ich gedodged, wie immer. Den nicht. Lack, wer band dich? Soll ich mit Großfamilie ausrücken? Ja, ja, komm mal mit Familie Egnu, Alter. Edel würde ich aber auch auf State sehen. Edel sehe ich auf jedem RP-Server dieser Welt, Alter. Der hat ja, sogar, der hat, Edel hat sogar seinen Kumpel, der wohnt in Amerika, die sind immer auch hier auf dem Teamspeak. Der Edel war sogar auf einem amerikanischen 5M-Server. Das musst du dir mal reinziehen. Edel nicht nur Top 10 Deutschland. Nicht nur Top 10 Deutschland. Top 10 Ami-RP. Und von den Kochstreams von Edel müssen wir gar nicht erst anfangen. Also ich fand die immer gut, bin ich ganz ehrlich. Der hat zwar übelst reingetrollt. Wann gibt's wieder einen? Ja, das ist mal eine gute Frage, Edel. Wo ist der denn? Der war doch gerade im Teamspeak. Da unten. Hallo, Edel. Guten Abend, hallo. Edel, wann gibt's mal wieder einen Kochstream von dir? Mit mehr Wein. Ich stehe gerade mit in der Vorbereitung. Und was? Ich stehe gerade mit in der Vorbereitung. Oh mein Gott. Da kannst du nur lachen. Was gibt es denn dann? Ich habe heute gebratene Nudeln gemacht in meinem neuen Wok. Ich habe mir einen Wok gekauft beim Lidl. Ich sehe bei Instagram immer, du hast so einen richtig krassen Barbecue-Grill, ne? Also du butterst ja, da viel Kohle rein, oder? Normale Weber-Kugelgrill. Ne? Aber ja, die Pizza, die du gemacht hast, die sah richtig gut aus, Alter. Ja, ja, das ist schau. Wann geht's mal Real-Life-Livestream, wo wir alle bei dir sind? Können wir gern machen. Machen wir ein bisschen Pizza, napolitanische Art. Und dann. Wichtige Frage: Mit selbstgemachten Käse oder schon fertig gekauften? Ich habe selber gemachte Käse, Mozzarella gemacht. Aus welcher Milch? Von welchem Tier? Vom Bauer. Von welchem Tier, Edel? Vom Rind, Kuh, Mu. Mu? Nee, du musst mal wirklich wieder einen Kochstream reinhauen. Oder so ein Singstream-Dinger, Alter. Die habe ich immer sehr gefeiert. Ja, es gibt's, glaub, leider nicht mehr wegen der. Ach, stimmt, gibt es nicht mehr, ne? Wege vom, aber es gibt ja jetzt Hot-Tube-Streams. Es gibt ja sogar dafür eine Dings auf Twitter. Oh, da würde ich Edel drin sehen. Hast du denn eine Whirlpool-Ede? Also, Brüste habe ich auf jeden Fall, ja. Aber Whirlpool noch nicht. Nee, aber so ein Kochstream würde ich echt mal wieder fühlen. Ja. Und nee, du kannst kann jetzt auf Unity nicht zocken, weil der Mad Season aus Amerika kommt, ne? Doch, ich kann schon, aber der Mad Season wird gern mit mir RP spielen. Ja, aber er spielen. Kann nicht, weil er amerikanisch IP genau, hat. Genau. Ich habe mich jetzt heute auf einem anderen Server beworben. Am amerikanischen. Jetzt welcher? Mal gucken. Summit heißt der. Ach so, ja, das erzählt letztens. Bye, ja, dann stream das doch mal, wenn du da auf dem Ami-Dings unterwegs hatte bist. Doch schon. Ja, einmal, aber dann hat er die ganze Zeit nur Probleme gehabt. Edel auf YPM. Ja, ich muss das jetzt auch erstmal wieder einstellen und alles. Ja. Ja. Sonst, was macht ihr heute? Wir haben gerade Talkrunde und Ah, super. Ja, super. Ja. Hab mitkriegt. Wie geht's dann dir, Ink? Mir geht's super, Edel. Wie geht's dir? Au, gut. Freut mich. Das freut mich auch zu hören. Warum fragst du uns nicht, wie es uns geht? Weil den das nicht interessiert. Euch habe ich heute schon geschwätzt. Also das mit ist eine mir Lüge hast jetzt, du noch ne? nicht geredet? Mit mir hast du auch heute noch nicht geredet. Doch. Mit mir hast du auch noch nicht heute geredet. Das ist blöd, ne? Aber ich glaube, der Edel stellt den Vatern jetzt wieder diese typischen Edelfragen. Ja. Von denen der Timmer ganz verwirrt ist. Edelfragen sind sehr wild. Edel, hau raus, wenn du was zu sagen hast. Nö, ich wollte eigentlich ein bisschen so bei euch auch ein bisschen schwätzen. Ja, kannst du ich wollte das ein bisschen so, wie wenn ich dazugehöre. Hä, du gehörst doch dazu. Willst du jetzt sagen, dass du seit 2017, Junge, du standest an der Tankstelle und wir haben dich nie wieder gehen lassen? Ja, ich war schon Ding-Fan. Aber das muss man echt mal bei uns sagen, ne? Der größte Teil ist immer noch am Start von der Growth. Ich meine, Cooper sieht man nicht mehr so oft, aber der hat jetzt auch mittlerweile eine Freundin. Aber der ist trotzdem hier, der zockt auf WoW, der zockt da mit seiner Freundin und so. Ja, okay, Craig sieht man nicht mehr so oft, Carlos auch nicht mehr und Charlie auch nicht. Aber die sind ja eh schon Ü40.
Craig ist fast jeden Tag mit uns immer Apex am Spiel. Ja? Ja. Okay, Carlos und Charlie sieht man nicht mehr so oft. Carlos und Charlie selten. Shorty ist immer da, wenn er nicht in der Garage steht. Die sind zwar alle noch da, aber keiner spielt mehr so richtig RP, ne? Eigentlich spielt kaum noch einer von denen. Also mit Zocke zur Zeit, ich war jetzt letztens auf, weißt du, darf ich das sagen? Hallo Sohn, hallo Simon, was denn? Was willst du sagen? Auf einem RP-Server, ein deutscher, so ein ganz großer. Nee, besser nicht, will kein Drama haben. Weil nachher sagst du, ja, da war Kacke so und so und dann heißt er wieder, ja. Ja, ja, wird gehetzt oder so, ja, das ja. Ja, ja. Ey, lass das. Ey, hör auf zu hetzen. Ganz Tag im PS. Nö, da ist ja mal Spinnstuhl oder was. Ja, gut, du bist jetzt immer noch nicht mit deiner Zocken. Ja, also der Edel hat gerade einen guten Vorschlag gehabt. Der wollte nämlich Landwirtschaftssimulator spielen. Da sehe ich einen Ink. Ich glaube, das ist einfach, das wäre, wenn man sowas spielt, das ist einfach der mieseste Chill-Stream, ne? So, da kannst du, das ist ja voll geil. Also RP ist für, also RP zumindest für mich ist manchmal so, an manchen Tagen, manchmal steht man ja auch nur im Kreis. Du wirst fünf Mann. Stunden lang oder so, die du online bist, oder sechs Stunden, ganz egal, bist du die ganze Zeit, Alter, mit Informationen zugeballert. Hier, dahin, da, der erzählt dir was, Junge, da, mein Kopf brennt manchmal. Ich glaube, ich werde alt. Aber manchmal ist auch einfach nur Schwätze. Ist besser wie Zocke, so muss ja nicht immer Zocke. Mhm. Na, ich finde sowas wie jetzt gerade auch mega chillig. Ah ja? Angenehm, ne? Ja. Ja, Mila. Ja, wir können mal wieder Gameboys zocken. Ich weiß aber nicht, ob das mittlerweile behoben wurde, Mann. Die hatten echte Probleme mit dem Sound und so ein Shit. Ich hab das ein paar Mal runtergeladen gehabt, weil ich mir dachte, jo, so für zwischendurch mal. Und dann hat mich das wieder abgefuckt, Alter. Dann hab ich das direkt wieder deleted. Was ist denn The Forest? Das haben wir uns auch mal angeguckt. Wichtige Frage an Edel. Was gab es heute zu essen, Edel? Hast du vorhin schon gesagt, ne? Ja, wie gesagt, ich hab so eine gebratene Nudeln, die wo es beim Chinese gibt. Gebratene Nudeln mit Hühnerbrust. Und wie geht's dem Kleinen? Also beiden geht's super. Hast du das irgendwo publik gemacht oder so? Oder habe ich das jetzt nö. Ah, passt schon. Passt schon? Alles gut, ja. Okay. Der Edel, den können wir mal gratulieren, der ist nämlich schon wieder Papa geworden. Wieder ein Sohn, ne? Ja, genau. Glückwunsch, Edel. Gut gemacht. Gut gemacht. Ist ein Junge? Ja. Beides Jungs? Jo. Gut gemacht. Wie der Edel jetzt sagen würde. Was hat das denn heißen, gut gemacht? Wenn er eine Tochter hätte, dann nicht. Also. Nein, kennst du das nicht? Nö, aber jetzt als Mann freut man sich, wenn man Söhne kriegt. Ja, deswegen, auf jeden Fall. Also, letztendlich sagt man so, ist eigentlich egal, was es wird. Ja, klar, Hauptsache gesund. Aber insgeheim, wenn man ganz ehrlich ist, ich will jetzt keinen Shitstorm oder so, als Mann wünscht man sich schon einen Sohn irgendwie. Ja. Aber das ist ja auch, als Frau wünschst du dir auch ein Mädchen. Das ist ja auch normal irgendwo, ne? Ja. Was meinst du, wie Shorty sich gefreut hat, als er seinen Sohn bekommen hat? So, der wusste ja nicht, wieder neue Klamotten bald, ein Jahr noch. So, weil die sich die teilen. Nein, aber viele von der Growth, so guck mal, Edel, Vater, alle, ne? Carlos, alle, Crack hat auch mit seiner Dingskind, Edel, Shorty, Vater, Alter. Also so scheiße können wir ja alle gar nicht gewesen sein, immer. Ja, aber das liegt halt auch daran, dass wir schon ein paar Jahre zusammen zocken, weißt du, ich meine? Ja, und drum kriegst du das alles so mit. Ja, der. Guck mal, alle bisschen erwachsen, Bomberfreundin, ausgezogen von zu Hause. Der ist Vater. Die einzigen, die nicht erwachsen geworden sind, sind Johnny. Obwohl, Johnny hat sich einen Hund geholt. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht erwachsen geworden ist. Auch Junge geworden. Ne, obwohl, ich habe ja Mila, ne? Ne, Mila? Ich habe übrigens bei Twitter eine Nachricht bekommen, ich sage jetzt nicht von wem, aber da wurde explizit nachgefragt, ob wir zusammen sind. Bist du mit Mila auch in echt zusammen? Ja, klar. Hast du darauf geantwortet? Ich habe ein Dings geschickt. Gut, Pitt. Vom Pips.
Stell dir mal vor, du fragst das jemand und dann kriegst du so einen Pizzasatz. Wie war eigentlich der Italiener, wo ihr da letztens zusammen essen wart? Der war gut. Hast du nicht für die beiden gekocht, Edel? Kann ich machen. Nee, der Edel hat uns da hingefahren, weil Milo und ich 5 Flaschen Wein geplättet haben. Mit Mafia-Musik, ne? Kann mal mit euch ein Candlelight-Dinner machen. Candlelight-Dinner? Ja. Also, no joke, ich glaube echt, dass du richtig gut kochen kannst. So, wenn ich mir das angucke, die Pizza und so, Alter, da habe ich schon richtig Hunger bekommen. Da bin ich aber runtergerannt, Junge, und hab mir einen Knoppers geholt, das sag ich dir aber. Ey, der wollte auch mal eine Gartenparty bei sich machen. Ja, das, irgendwann machen wir das bestimmt. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Edel seiner Frau das antun will, die ganzen Knallköpfe da im Garten hängen zu haben. Nö, weil das du wohnst ja auch ein bisschen nicht. Ländlicher, ne? Ja, wenn aber der Johnny da auf einmal auftaucht mit seinen Blinkeschuhe und so ein Schild, dann geht's nicht ab. Du, ich hab ein Grundstück so, wo Holz, wo ich mein Brennholz und so hab, weil ich da haben wir riesig groß Platz und so. Kann man das schon machen? Also sagst du weg vom Haus auf jeden Fall mit den ganzen Knallköpfen. Außerdem sieht das, glaube ich, auch komisch aus, wenn man da mit 2 Kinderwagen angerannt kommt, wo Shorty und Goofy drin sitzen. Sieht dann aus, darf ich eigentlich mal nur mitnehmen? Ja, klar. Ich weiß noch. Bitte? Erinnert ihr euch noch an Shortys Bild auf Homestate? Ja, ich wusste ja nicht, dass das so ein Meme ist, dass der halt so klein ist und so. Ich habe euch da ja erst kennengelernt und der hatte dann nur so die Hälfte von seinem Kopf als Profilbild und ist so mit der Hand hoch, der wird der Hallo sagen. Ja, genau, genau. Und ist so, ey, will er das nicht mal ändern? Der hat das falsch geschnitten und so. Und du dann so, ne, der ist so klein. Ich weiß noch, wie ich dieses Cringe-Emote von mir da damals hochgeladen habe. Hier, das habe ich aber bei der Twitch-TV drin. Wo ist das? Ja, du bist ja gerade noch im Chat, stimmt, ne? Stimmt. Warte. Also, den einzigsten, wo ich bisher. Das hier. Das hatte ich damals hochgeladen auf Homestead in dieser gemischten. Junge, Alter. Und weißt du, was das Schlimme war? Ich habe trotzdem Matches bekommen. Woran hast du lag? Am Parfüm natürlich. Was wolltest du gerade sagen, Ede? Den einzigsten, wo ich bis jetzt in Real Life getroffen habe, war Memo und Lucky. Und der Lucky und wie heißt Salty? Salty auch? Ja. Nee, da war noch, da war noch einer. Weißt du, ich pass auf, Storytime. Dembo. Der Memo war hier, der Memo hat mich abgeholt, wir haben Tyrese noch abgeholt und waren noch mit dem Jemmo. Boah, wer kennt Jemmo noch? Könnte man eigentlich auch. Ah ja, Rakim. Ganz, ganz alt. Ja, und Rakim. Aber der war nicht an dem Tag dabei. Aber den hat Ede getroffen. Ja. Und wir wollten eigentlich damals, als Memo hier war, wollten wir eigentlich noch zum Lucky. Oh nein. Den Lucky habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, obwohl der direkt um die Ecke wohnt. Und Tyrese redet im Real Life genauso wie im Teamspeak und im MP. Also, eine Tasche, ja klar. Das ist ja genau so, Junge. Der müsste eigentlich immer ein Tablet mitnehmen mit Untertitel. So. Du verstehst kein Wort, Alter. Das ist ein richtiger Arbeiter von Hüssen, ey. Oh mein Gott. Ja, aber das machen wir. Mit dem Memo bin ich auf Landstraße rumgeballert, Alter. Ich will jetzt nicht sagen, wie viel km/h. Natürlich, ne, den vorgegebenen km/h, was das erlaubt ist. 60 km/h. Und dann waren auf der rechten Seite Ziegen, Junge, Alter. Und er ist in die Eisen gegangen, ne. Das Bild habe ich auch bei Instagram gepostet von der Ziegenweide, wo wir da schon standen, Alter. Und dann kam da so ein Typ. Schafe? Ja, oder Schafe, Alter. Wo ist der Unterschied, Junge? Mehr Wolle, weniger Wolle. Achso. Kam da so ein Typ aus so einem Trailerpark auf uns zugerannt und meinte, geh weg da, wo mein Schafe. Du Kaputter, hast den nochmal nachts angerufen und aufgeweckt. Da war der schon fertig. Wen, den Memo? Wurdest du immer noch in Duisburg oder ausgezogen? Ich wohne immer noch in Duisburg, aber nicht mehr in Marxloh. Therese. Ach so, ja, ich weiß. Sonst sind viele Alte noch da und viele neue dazugekommen, wie Beatty und so. Und Nick. Ich würde gern mal Max treffen. Ich weiß, wie Max aussieht. Der hat nämlich damals auf der, was war das, Alter? Nicht Gamescom, sondern. Wie heißt die in Leipzig, das Ding? Dreamhack. Auf der Dreamhack, ja. Da war diese, komm, eine Streamerin da. Da ist der hingegangen und hat von seinem Handy das, so ein soll ich sagen, Namen? Den Namen? Ja, von. Nein, keine Namen, wir werden keine Namen genannt. Weil du gerade überlegt hast. Wenn du jetzt überlegst, wie die hieß. Ich weiß ungefähr noch, wie die hieß. Der mit Max ein bisschen vor wie so wie Moneyboy.
Bloß also nicht so schlaksig, bis lässt so kleiner. Edel wollte schlaxig. Immer bei Max schlafen zu DreamHack, ja, weiß ich noch. Der wollte da unter mir. Ich erinnere mich noch, Alter, wo wir in Teamspeak saßen, der Edel gemeint hat, ich fahre zu DreamHack, Max, kann ich dann bei dir pennen? Und der Max so, meine Mutter holt dich weg, wenn du hier pennen willst. So. Ja, ja. Den Leon zum Beispiel habe ich auch noch nicht getroffen, obwohl der in Duisburg wohnt, aber der Jonny, ne? Ja. Du warst schon mit dem und Emre unterwegs und so, Tatsache. Ja. Max und ich sind gefühlt Nachbarn, aber der will sich nie mit mir treffen. Mit dir würde ich mich auch nicht treffen wollen, weil dann hat der FID mir in die Tür anschießt. Anna, du bist schon 18, ne? Ja, ja, natürlich. Würde ich trotzdem. Oh, ich hätte gerade fast deinen echten Namen gesagt. Goofy. Oh. Also dein Vorname. Mila, Mila Spitzname, liegen, Mila Spitzname kennt ja mittlerweile auch jeder. Ruhe. Ich kenne ihn nicht tatsächlich. Ja. Oh, Puffelchen. Okay. Hallo. Puffelchen. Tata. Ja, ich bin motherfucking Tata, Alter. Puffelchen. Puffelchen. Oh Mann, ist das cool. Ach, das steht ja auch in deiner Beschreibung im TS, sehe ich gerade. Echt? Was? Ja, ja. Tatsache. Oh mein Gott, Tatsache. Eine... Keine Ahnung. Okay, das, du bist so ein Arsch. Ich war das nicht. Das ja, kann jeder ja, machen. Ja. Schöner Gott, ich war das nicht. Puffelchen, Alter. Das Ding ist, ich habe mit Lila angefangen, Guild Wars zu zocken und ihr ist kein Name eingefallen für den Account. Und dann hat die sich Puffelchen genannt. Und als wir dann später mit dem Timmer angefangen haben zu zocken, hat jeder den Namen dann halt gesehen, ne? Weil die nicht da dachte, dass wir jemanden finden im Spiel, der mit uns zockt. So, wir dachten, ich wir dachte, das wird einfach so bequem, kurz. Also, I have a beautiful time. Puffelchen ist voll süß. Ich finde den Namen auch nicht schlimm. Ich würde gern mal den Jamar treffen. Aber nur meine Mama darf mich so nennen. Ja. Den Jamar? Ich glaube, der weiß ich nicht, wie er aussieht. Also so wie der Jamar sich immer beschreibt, tut er immer so, als wäre der so ein Old Wikinger, Alter. Der ist auf jeden Fall riesig groß. Der Jamar ist 2 Meter groß. Aber wir können ja mal gewisse Dings fragen. Yo, Big Mama! Sup, Girl? Gibt's da noch nicht. Ich hab das schon so oft wiederholt und ich werde das auch... Aber wenn ich in 20 Jahren noch streamen werde, die Geschichte werde ich nie vergessen, Alter. Jamar und Big Mama, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Das war einfach die legendärste Zeit, Alter. Ohne Witz. Live im Stream vor, weiß ich nicht, wie viele Leute, ich glaube 3000 oder so waren da. War ich ja muss da. Kurz stille, ich komme gleich. Du musst kurz stille, Alter. Was übrigens, war da mit dieser... Hast du nicht einen Clip davon gehabt, sogar bei dir auf dem ja, Channel? Aber ich musste die Clips ja löschen, wegen DMCA-Dings und so. Irgendeiner. Ja, stimmt, stimmt. Der Jamar hat damals IC eine kennengelernt, ein Mädchen. Und die war bei der Grove damals. Das war so 2017 rum. Und irgendwann, es gab ja damals immer Sonnenwende, wo der Server restartet, da 2 Mal am Tag sogar. Und abends dann saßen wir bei uns auf dem Teamspeak. Ja, und dann hat die ja, Big Mama dem Jamama eben live on stream vor 3000 Leuten so eine Art Heiratsantrag gemacht, aber eher so Beziehungsantrag. Die hat dann so gesagt, ja Jamar, wir spielen ja jetzt schon voll lange und ja, du weißt ja, ne, wir haben ja so, bla bla bla, deshalb wollte ich dich jetzt heute vor allen fragen, ob du mit mir gehen willst. Und ich innerliche Seelenspiegel ist einfach zersplattert, Alter. Bye, have a beautiful time. Nee, das war schon, das ist schon cool. Ich habe mich für den Jamar gefreut. Da hatten wir alle noch unsere alten Mikrofone. Habe ich das eigentlich noch richtig im Kopf, dass du Frau M auf KW mit Stay das erste Mal getroffen hast? Mila, nein. Mila habe ich auf Alternate getroffen. Alternate, ja. Wir waren doch auf KW nur einen Tag. Wen wir getroffen haben auf KW bei der Grove war zum Beispiel in Dexas. Zum ersten Mal. Ich war nie auf KW. Warum nicht? Nächste Frage. Ömer vom Dönerladen, was geht, Bruder? Und Dankeschön für die Resubs und Subs. Ich lese die gleich alle noch vor. Keine Sorge, keine Sorge. Mila hat eine Stimme wie ein Engel, so richtig niedlich.
Ich musste deinen Namen schon blacklisten, ne? Und die umgeben die Blacklistung. Also nicht, weil ich nicht will, dass einer deinen Namen schreibt, sondern weil immer irgendwie... Es kommen sehr oft komische Sachen zustande. Mit deinem Namen zusammen. Oh. Hört auf damit. Seid nicht komisch. Seid nicht komisch, würde der Gefühl jetzt sagen. Komisch. Sonst hau ich auf den Tisch. Wenn du mich nochmal ärgerst, ne, dann lege ich mich heute in mein Gitterbett und weine die ganze Nacht. Hat Mila auch Onlyfans? Nee, ist ja noch nicht warm genug. Was soll die denn mit Ventilatoren? War der jetzt so hoch? Habt ihr den Problem? Nein, nicht zu hoch. Ich hab's nicht verstanden, schon. Tatsächlich. Ich hab's nicht verstanden. Ihr habt nicht verstanden? Onlyfans? Nee. Achso. Warum sagt ihr, die Onlyfans haben? Ja, ja, okay. Ja, hallo? Jetzt hab ich's verstanden. Ich sag ganz oft solche... Der war ja Next Level, Alter. Ja. Du bist ja gar nicht so doof. Doch, bin ich. Den hat er gegoogelt. War da nicht ein Typ, der Mila hinterhergelaufen ist? Wo? Nee, aber Mila, wo damals mal... Mila, wo damals mal, als ich die kennengelernt habe, auf VL angeschrieben im Discord, mit einem ewig langen Text, dass sie ja aufpassen soll bei mir und dass ich ein ganz schlimmer Finger bin. Mhm. Ja, das hat meine Freundin auch per PN bekommen. Dass du ein schlimmer Finger bist? Das hat jeder von uns, der mit dir Kontakt hat. Halt's Maul, Junge. Nein, das war nur Spaß. Der liebste Mensch auf der Welt. Das stimmt. Ich krieg immer Mitarbeiterrabatt bei McDonald's. Apropos komisch, was macht Mila mit dem Sub-Money von Kid Kush? Hast du Subs, Mila? Hab ich Subs? Keine Ahnung. Doch, ja, stimmt. Hier, er hat ein Emote, also muss er ja Sub sein. Stimmt. Ich würde jetzt gerne was sagen, aber das Wort ist verboten. Oh. Wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet, was wir zocken. Keine Ahnung. Ich weiß es selbst noch nicht, wir werden morgen sehen. Es kann sein, dass wir, weil ich unkreativ bin oder keinen Bock habe auf andere Spiele, dass wir einfach ein bisschen mit Mila WoW zocken. Dann spielen wir mal einmal so 5-6 Stunden und überholen den Güffi, der schon seit 3 Monaten am Schwitzen ist in dem Spiel. Hey. Okay, ja. Oder wir spielen halt dieses komische Text 2, das gucke ich mir gleich mal an. Ich habe mir das angeschaut. The Forest ist lustig. The Forest, ich habe das mal gestreamt. Das ist schwierig. Also es ist, es macht Spaß, aber ich kann halt nichts. Und dann weiß ich halt, dass du mich wieder die ganze Zeit anschreien wirst. Du, was ist denn? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Muss ich gleich gucken, Trailer. So mit so Mutanten. Keine Ahnung. Muss überhaupt etwas gezockt werden? Labern ist doch top. Herr Esbell, ich habe Angst davor, dass ich dann angeschrieben werde. Das ist der 5-Euro-Sub im Monat nicht wert. Da zitter ich. Doch, wir müssen irgendwas zocken. Aber wie stehst du denn dazu, zum Beispiel mit keine Ahnung, Videos gucken oder sowas? Weißt du, warum soll ich dann auf... Weiß ich, fühlt sich irgendwie... So reacten. Nee. Warum soll ich auf so Content, den andere Leute kreieren, reacten so? Ich habe eh keine Meinung zu nix und ich will auch kein Urteil über irgendwas bilden. Keine Ahnung. Ist komisch. Ich kann das nicht. Dann gucke ich mir da hier von dem Hydro-Wix-Ding da die Scheiße an bei YouTube. Wie der sich das in seine Fresse schmiert und alle Hops nimmt, Alter. Und dann, ja, dann sag ich, ja, cool, haha. Warte, ja, ist okay, da war jetzt so eine Idee, ne? Ja, ich sage dich ja bitte nur. Bitte beleidige mich jetzt hier nicht, ja? Das gibt einen Ausschluss jetzt. Sonst hol ich den Edel. Alte Clips angucken. Und dann sieht ganz schlimm für dich aus. Guck mal, der Beatty sagt nur alte Clips angucken, weil der will, dass ich seine Kicker-Clips angucke, Junge. Ja, ja, ist ehrlich. Ja, so. Ja. Ich jetzt den Clip. Ey, es gibt einen Kick, ne? Und der Erste, der das postet, Beatty. Ist auch so. Immer, aber nur von sich? Ja. Der lässt nie andere ausreden oder andere mal Clips posten. Immer muss er im Vordergrund stehen. Immer. Er will immer im Vordergrund stehen. It Takes Two ist echt ein geniales Spiel, nur zu empfehlen. Okay. Dann werden wir das wahrscheinlich dann morgen. Machen wir mal gucken. Wie teuer Kann ist ich der Mann sein? Wie teuer ist der Quatsch? Achso, ja, danke für die Subs. Macht ja, Griffi, warum liest du nicht vor? Ja, ich bin schüchtern ein bisschen, okay? Ich werde immer geärgert. Guck mal, Bolli, 86, 5 giftet Subs, Griffi. Ja, vielen Dank, Bolli, für deine giftet Subs. Das reicht Subs. Nicht. Nee, doch, habe ich doch schon gesagt. Ja, aber das reicht nicht. Du musst gib jetzt Kuss. Du darfst nicht einfach vor, du musst das doch wirklich meinen, weil das ist. Ja, ich hab. Oh mein Gott. Ich schwöre, das war ich nicht. Ach so, ich hab gedacht, wir machen ein bisschen so. Was?
Oder nicht, ne? Da liest man ja, danke schön, wie ihr geschützt habt. Mach die Eule noch. Ja, ich sehe zwei Leute, die Eule machen. Der hat. Achso, kann ich nichts dafür, wenn alle müde sind. Wie, die sind doch nicht müde. Bye, have a beautiful time. Oh, hier, guck mal. Auf Weeds, schon wieder einen Sub. Ja. Danke dafür, nee, mein Freund. Resub im fünften Monat sogar. Oha, fünfter Monat schon. Guck mal, jetzt machen wir voller Eule. Guck mal hier. Ja. Das sind noch ein paar Eulen. Guck mal, The Doomfox gerade vor 6 Minuten. Resub sind 36. Monat. Ja, den habe ich ja nicht, Doomfox, den habe ich übersehen. Einer der ersten Subs hier auf Curtis Kusch Kanal. Ja, daran kann ich mich erinnern noch, ganz gut. Toller Typ. Toller Typ. Und danach kommt Dark Dragon TP im Resub im 33. Monat. Mit Hukulu und Kenko Schlaf. Und dann Loco mit Resub im 34. Monat. Küss mich. Oh. Ja, jetzt kommt Chinix. Ja, Chinix, danke für deine 5 geschenkten Sub-Abubs. Abubs. 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 Ich bin weg. Junge, du bist nervös. Er mutet sich. Dankeschön für deine 5 Sub-Abubs. Er hat sich instant gemutet. Sub-Abubs. Das war's. Das ist genauso wie. Den Namen werde ich übernehmen, Junge. Du bist nicht mehr Sub-Abg, du Sub-OG, du bist jetzt Sub-Abubs, Alter. Das erinnert mich einfach an dem weißen Auto, an dem ja, mit Algen, ne? Ja, ja, ja. Dankeschön für deine 5 Sub-Abubs. Ich wollte sagen, das muss ich mir merken, Alter. Wie gesagt, ne, 10er PayPal, dann kann ich dir gerne das einsprechen. Boah, halt's Maul! Sub-Abubs, Junge. Guck mal, Jay steht hinter mir. Das ist die einzige, die mich nie ärgert. Was sagst du, Vater? Aber Sub-Abub? Also ich sag, ich hab schon viel gehört zum so Subscription und Subscription, aber Sub-Abubs? Sub-Abubs, Junge. Sub-Abubs. Assalamu alaikum, Cousins, Cousine. Danke für den Sub-Abub. Ja, das passiert halt, wenn du nervös bist. Mich mag keiner, den Max mag keiner. Max, du hängst ja auch immer in anderen RP-Streams und spielst der RP-Polizist. Das mag ich überhaupt gar nicht. Hallo, Spoon. Max ist Freund, ja. Guck mal, Max ist auch schon seit 4 Jahren dabei, ne? Ich glaube, ohne Max hätte ich den Stream, den höchst professionellen Stream, niemals so aufziehen können. Der hat mir damals geholfen mit Discord und so. Und der ist immer noch da. Genau wie Leon. Der ist sogar Hand in Hand mit mir durch meine Dodge-Zeit, wo ich ein Jahr nicht da war, gegangen. Der hat mich nicht verlassen. Der hat mir nicht geschrieben, Herr Curtis, du streamst nicht mehr. Ich hab kein Fame mehr hier, hau rein. Ehren Max und Ehren Leon, Alter. Das ist ein ehrenhafter Sub-Abub, wie der Sunny Soul Live schreibt. Ah, Junge. Giffy, ich geb dir 1000 Euro, wenn ihr das tätowieren lässt. 1000 Euro? Ja. Komm, let's go. Bist du heute wieder böse? Nein, Schwester Kusch, ich bin nicht zu deinem Lieblings-Giffy böse. Ja, Dankeschön, ich hab schon gepetzt, dass du mich immer ärgerst hier im Teamspeak mit Mila. Ja, ich weiß, sie geht immer zu meiner Schwester. Ach was? Ach was denn mit Mila? Du ärgerst genauso. Was? Nee. Wo ärger ich? Wenn der Curtis anfängt mit Ärgern, dann bist du auch dabei. Ach komm. Früher war die nicht so, ne? Seitdem die sogar. Ist die total versaut. Ja, aber weil die auch alle. Was, Junge? Was hat er gesagt? Das ist das gleiche wie mit Frosty. Als Frosty damals auf den Teamspeak gekommen ist, so um WoW zu spielen, war die sehr schüchtern immer. Und ist teilweise sogar manchmal aus dem Teamspeak dann gerannt, weil die nicht wusste, was sie sagen sollte. Wenn du jetzt so dahin gehst, Alter, dann kriegst du aber eine Geschichte. Ja, aber das kannst du bei den Leuten ja auch manchmal verstehen, oder? Dass sie immer ja, hier ist ein absoluter, halt so viel Hass. Das ist ein Psycho-Teamspeak, das ist so viel Hass hier. Aber wir verstehen uns trotzdem alle gut. Weißt du, wie oft der Lucky schon einen gemutet hat? Der Lucky hat selbst mich schon mal gemutet, weil ich dem auf den Sack gegangen bin, Alter. Hier, als die Klamotten auf Unity kamen, habe ich den Lucky immer damit geärgert und habe im Teamstick zu dem gesagt so, ja, du kommst ja jetzt gerade nur ins RP, um Sachen abzugreifen, Junge, hat der mich zusammengeschrien, Alter. Da kennt der Max was von. Hier ist richtig. Hier ist richtig viel Hass. Und Grüße gehen raus übrigens an Junges A, der mir heute ein neues Video machen wollte für den Stream. Ehrlich, und der ist VIP bei dir. Der ist VIP. Ja, danke der für ist gar VIP. Nichts. Nee, guck mal, ich weg.
Ist der VIP? Ja, das ist VIP hier. Ja, Lil Young A, ja. Ja, übrigens, das heißt dann auch Bann auf dem RPU-Discord, ne? Das ist miteinander gesinkt. Bye, ist das ein Discord oder was? Was für ein Discord, Bruder? Ich hab mit mir selber geschützt, oder? Warte mal, hast du gerade für deine RP-Zeitungswerbung hier gemacht? Ink, das ist teuer, nee, ne? Ich habe gerade nur dir angeboten, den Jungen noch stärker zu bestrafen. Okay. Das ist ja eher dann so Partnership, weißt du? In TS wird sich regelmäßig gefetzt. Güffi und Jamba erst gestern, ja. Güffi, Jamar ist sowieso der schlimmste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Aber mit Jamar und mir, das ist Jamar eine Hassliebe. Ist bestimmt, der mag mich. In seiner Kindheit so eine richtige Ratte gewesen in der Grundschule. Der hätte mal Leute gegeneinander bestimmt aufgehetzt auf dem Schulhof und die haben sich geprügelt und er stand daneben und hat gesmiled so und hat sich darüber gefreut. So einer Jamar. 101.000 Millionen Prozent. Genauso wie im RP. Der Jamar kam immer im RP, ja, die haben mich angeschossen, dabei hat keiner dem was getan. Der hat immer nur für Stress gesorgt. Stiche in mein Herz. Du weißt genau, was ich meine. Ich kann zum Beispiel eine Story erzählen von Homestead, ne? Pass auf, Jamar. Original Jamar, pass auf. Jamar ist weg, kommt irgendwann wieder und sagt, ey, wir haben voll Probleme mit den Ballers. Das war ganz, ganz am Anfang von Homestead, wo der gerade geöffnet hat. Ja. Wir haben richtig Probleme mit den Ballers. Die haben mich richtig abgefuckt und so ein Scheiß, ne? Und wir waren wirklich eine Truppe. Wir waren wirklich ein paar Mann. Bleibt denn Jamar. Was haben die gemacht, Alter? Komm, wir gehen jetzt gucken, wo die sind, ne? Am Ende hat es herausgestellt, pass auf, am Anfang von Homestead war das so, dass jeder irgendwie einen Roller gefahren ist. Und damals konntest du einfach auf einen Roller draufsteigen und dann bist du 5 Meter gefahren, dann ist der ausgegangen. 5 Meter gefahren, Ausgang. 5 Meter gefahren, Ausgang. Ja, ja. Wenn du keinen Schlüssel dafür hattest. Jamar geht hin, die stehen am Würfelpark und gegenüber vom Würfelpark ist ja die Bank. Ne? Ja. Ja, Jamar geht hin, setzt sich auf den Roller, klaut den von denen, fährt einfach nur auf die andere Straßenseite damit und geht an die Bank und macht dadurch voll den Stress. Ja, Ende vom Lied war einfach, wir haben jemanden von den Ballers abgestochen, haben jemanden von den damals von dem Platz noch mitgenommen, haben denen dann alles in die Schuhe geschoben. Dann hat sich Ballers und Platz getroffen. Wir haben davon ein Foto gemacht. Und dann zu den Hoovern gefahren und haben gesagt, ey, die treffen sich, die wollen irgendwas gegen euch planen. Aber ich wusste das schon von GTA Live-Zeiten, dass Jamar so ist, als wir den kennengelernt haben. Ich habe damals immer diese Clips gesehen, wo er immer so einen Manfred Lentsch im RP richtig provoziert hat und immer dahin gefahren ist und so, ja hier, Manfred Witschen Duplo und den Mittelfinger aus dem Auto gezeigt hat und so ein Shit. Der hat immer nur für Ärger gesorgt. Aber ich hatte so oft so Aktionen mit Jamar auf Homestead, ne? Dann war der irgendwie am Anbauen oder am Farmen oder so und wurde dann abgefuckt, kam dann und ein Jamar erzählte das so dramatisch, so als hätten die ihn richtig abgefuckt und so. Dann fährst du dahin, so du, ich sag mal, im RP fixst du die Leute dann in Anführungsstrichen für die Aktion so. Und 2-3 Wochen später merkst du, dass die eigentlich gar nicht das gemacht haben, sondern Jamar ist. Hallo, kann ich kurz was sagen? Hallo? Ja, aber du geht ab, Zappabub. Ja, ich wollte nur kurz die Jay grüßen. Achso. Grüße. Und Sunny Soul, danke schön für den Prime-Sub und herzlich willkommen in Kyrgyzstan. Herzlich willkommen. Oh, Edel ist wieder da. Ja. Und Live Error, danke schön für Luis am 7. Here we go again. So, ich gebe mir keine Capri-Sonne mehr für dich. Falsches Trinkepäckchen, Franzi. Bei uns gibt's Affentrinkepäckchen. Und keine... Was ist das? Wie heißt denn das Tiernummer? Das ist Katze, ja. Keine Ahnung, das steht auf jeden Fall. Das ist eine Katze, sagt er. Das ist eine Katze. Das ist doch keine Katze, Mann. Das ist dieses Ding da. Wie heißt das? Waschbär. Ja, ja, genau. Waschbär, genau. Achso, das Emote heißt Zip. Oh mein Gott. Ja, wie das Emote heißt, weiß ich, Mann. Dieses Tier, Junge, das ist ein Waschbär. Waschbär. Hat Edel mal für Stress gesorgt? Boah, ich glaube auch mal. Ja, ja. Aber doch, Edel war doch immer so hoffnungslos lost im RP, Alter. Ich weiß nur, wie ich den zu der Garage geschickt habe. Der Edel hat mal für eine Lackierung $300 zu viel genommen. Na, warte mal, wegen Edel ist Domov gestorben damals. Jo. Weil der Edel den Domov nämlich abgezogen hat. Bei Bennys, Alter. Und der dann angefangen hat, Scheiße im RP zu erzählen, der Domov. Wer war Domov nochmal? Den ich abgeknallt habe von Bahama Mamas. Wo du $300 zu viel berechnet hast für eine Lackierung.
Danke, Frau M. vom Kusch. Bitte ausrichten. Was? Ja, Mila Kusch. Ach, Mila Kusch. Bitte gerne. Was habe ich getan? Du bist böse, du ärgerst. Erst vor einer Woche, Jack, ich brauche Pistole ab Stress am Stadtpark. Kommt bitte alle vorbei. Ich hoffe, das war aber eine Discord-Nachricht. Natürlich, was sonst? Robstar, danke schön für den Gift an deine Franzi. Drei Person, das stimmt gar nicht. Bye, have a beautiful time. Bye, have a beautiful time. Und der Rauka, danke schön für die zweite Woche. Gesagt, sind noch was schafft. Erst der was geht. Wegen dir singe ich auch jeden Tag das Digimon-Intro. Soll ich dir mal sagen, was ich für ein Lied im Kopf hab? Mila kann Nein! lachen. Ich glaube, meine Playlist ist Ende. Nee, doch nicht. In einem unbekannten Land. Grüße ausgerichtet. Therese ist eh der King, wenn er mit einem der Hero in der Schießerei angebracht hat, kam und alle ficken wollte. Ja, wir haben schon echt coole Sachen erlebt, Mann. Ich weiß noch, ganz Anfang auf Alternate, da hatten wir noch Ärger mit den Ballers, mit Johnny und Dingern. Ja, wo Edel auf uns geschossen hat, ich weiß. Ich weiß nicht, wer von uns auf die Idee gekommen ist, Edel die einzige Pistole von uns zu nehmen. Weiß ich auch nicht. Edel aber ganz ehrlich, das war nicht dieses... So heutzutage würde man sagen, wer kriegt die Waffe, wer ist der beste Schütze? Wir haben damals einfach gezockt, so und zwar, da, okay, da gab es auch dieses Gambo-RP noch nicht, ne? Du musst jetzt unbedingt in der Schießerei gewinnen und so, da gab es das nicht. Damals war es deutlich chilliger. Ich hatte als erstes eine Waffe, keine Ahnung warum. Und dann hat es zu mir geheißen, ich soll da rübergehen und... Nee, wir haben uns da drüben mit denen geschlagen und wir waren am Verlieren und dann hast du die Knarre gezogen. Dann hast du aber nicht auf die Ballers geschossen, sondern nur auf unsere Jungs. Dann haben die Ballers auch ihre Knarren gezogen und dann haben die, doch, haben die uns weggeschossen. Beste Flugzeugträgerrettung von Lensch, ja, das war absolut legendär alles. Hat alles Spaß gemacht damals. Wo wir einfach hingegangen sind und die ganzen Rocker-Gruppierungen den Lensch entführt hatten, ja, ich weiß. Ich weiß das noch alles und ich erinnere mich auch sehr gerne daran zurück. Das war einfach ohne komplett unbeschwerte Zeit, man. Ich erinnere mich jetzt noch an die Nächte im Sommer. Gestreamt und ja, Mann. 19 Uhr gestreamt, einfach bis 4 Uhr morgens, Alter, weil so viel abging, so. Du kamst gar nicht mehr aus dem EP raus. Weil das war auch alles neu und das war auch alles voll fresh. Dankeschön. Celebrations, ich bin Twix. Hallo sagen? Und einen Milky Way will ich. Hallo. Hallo, hör ich ganz. Hi. Und? Ach, stimmt. Kaputt? Was ist eine Sonde? Ich hab keine Ahnung. Ach so. Also nichts Großes. Junge, jeden Tag was Neues, Alter. Vorgestern, wann war das? Vorgestern? Dienstag, ne? Den letzten Dienstag. Oder war das Mittwoch? Mit dem Hund. Alter, im Mittwoch, ich bin irgendwann um... Und das, guck mal, das sind immer so Dinge, wenn ich das im Stream irgendwie... Wenn ich das auf Twitter posten würde, ja, ich komme heute nicht, heute ist irgendwas passiert, das wird mir keine Sau glauben. Ich bin mittwochs irgendwann, keine Ahnung, 4 Uhr pennen gegangen. Voll müde, auf einmal schreibt mein Schwager durch das ganze Haus mein Name, Alter. Hat der kleine Chihuahua von meiner Schwester einen Anfall gehabt. Und war so am Zittern und so eine Kacke. Also du, jeden Tag hast du irgendwas Neues, ne? Hast du einen epileptischen gehabt? Ja, sowas. Dann fährt meine Schwester heute. Weil Dienstag, Mittwochs gehen wir mal einkaufen und so, aber das haben wir heute verschoben. Heute einkaufen, Junge, geht das Auto im Arsch. Du hast jeden Tag was Neues, Alter. Geht dein Auto kaputt? Was kaputt? Dann sitze ich unten. Na, ja, der ADAC war gerade da. Ist nichts Großartiges. Dann gehe ich danach am Computer. Dann lese ich das auf Twitter mit Unity. Aber wenn es schlimm kommt, ne, kommt das richtig schlimm, Alter. Das ist heftig mit dem Anfall. Hat den Beagle, der hatte das auch. Ja, mein Schwager ist durchgedreht. Der wusste nicht, was er machen soll, ne? Weil der Hund so am Zittern war und alles. Zum Glück hat er sich wieder beruhigt und ist alles normal. Aber jo, was machst du in dem Moment, wo ein Hund, da habe ich auch noch nie in meinem Leben gesehen, hat ein Hund einen Anfall hat so. Musst nur gucken, dass er die Zunge selber nicht verschluckt dabei. Ja, wir haben den halt hochgehoben, damit er da und wegen der Zunge geguckt. Aber hatte ich halt noch nie. Und das arme Tier, Alter, ich bin der tierliebste Mensch auf der Welt. Weil Hunde drehe ich durch, Junge. Und ich denke in dem Moment, weil meine Schwester ist arbeiten, stell mal vor, der Hund wäre jetzt gestorben und die ist auf Arbeit. Und die kommt von der Arbeit und ich muss dir sagen, dass der Hund tot ist. Das ist absolut.
Und dann noch mit dem Gedanke, ja, heute Abend streamen und Peanuts spielen und so tun, als wäre die Welt in Ordnung und alles so lustig. Und dann lässt den Streamers fallen und dann kriegst du eine Nachricht mit, ja, die 5 Dollar im Monat sind mir nicht wert. Junge, ich drill durch, Alter. Aber zum Glück nichts passiert, dem Hund geht wieder gut. Aber ja, kam der an dem Tag wieder zurück? Was? Kam der direkt an dem Tag wieder zurück vom Tierarzt oder musste der da bleiben? Nö, der kam zurück. Okay. Der war halt vorher, war mein Schwager Gassi mit den Hunden und der hat halt voll krass getobt und so. Das hat er halt irgendwie ausgelöst. Wie alt ist der? Weiß ich, kann ich nicht sagen. 5 oder so. Junge, wäre der Hund vor mir gestorben, ich wäre durchgedreht an dem Tag. Bin schon durchgedreht, als mein Hund weggelaufen ist. Sowas ist auch krass, das, was jetzt der Teddybär auch schreibt. Mein Hund wurde am 23.01. von meiner Nachbarin vergiftet und ist gestorben. Das kriegt man ja auch öfter mit so. Ich schwöre bei Gott, das war mein allererster Gedanke, weil die halt Gassi gewesen sind, ne? Dass irgend so eine, ich will keine Beleidigung jetzt sagen, aber irgend so ein ekelhafter Mensch, weil die werfen ja Giftköder rum und so, ne? Dass der Hund einfach vergiftet ist. Weil der hat nämlich auch gesabbert, so weißen Sabber hatte der. So, und ich dachte, das sieht aus wie als wäre der irgendwie Junge, ich wäre durchgedreht, Alter. Wer das macht, das der hat nichts Seltenheit. Anderes verdient, ja. Ehrlich. Wenn ich das sehen würde, ne, da hat einer irgendwie Giftköder rum, ich würde den... Der wird den Köder essen von mir, glaub mir, der wird den essen. Ja, aber zum Glück sind die Hunde so gut erzogen, dass die von draußen nichts fressen und so. Aber ich weiß ja solche nie. Würste mit Rasierklingen. Ja, lass dich drüber reden, bitte, ich raste aus. Ich darf da gar nicht dran denken, Alter. Ist so. Junge. Wenn mit meinem Hund irgendwas ist, ist auch immer Drama, Stich im Herz, klar. Allgemein, jedes Haus hier ist Familienmitglied, Mann. Aber sei in der Situation, wo du siehst, ein Hund hat so einen Anfall, du weißt nicht, was du tun sollst, ne? So, du bist doch manchmal in der Situation überfordert und so, ne? Ja, ich mag Katzen. Ich bin nicht so der Katzenfreund. Meine Schwester hat eine und die beißt mich. Meine Schwester sagt, das ist Zuneigung, dass die beißt, so, aber Bagheera ist böse. Ich sage immer, hätten Katzen Hände mit Finger, würden die den ganzen Tag den Mittelfinger zeigen. Glaube ich auch. Ich mag Katzen, wir schauen uns immer panisch an. Stimmt es, dass Katze immer zu denen gehen, wo sie nicht mögen? Also, die merken das, dass einer nicht Katze mag und zu denen gehen sie dann. Ja, also die Bagheera... Go stupid! Oh! Go crazy! MDK, vielen lieben Dank ebenfalls für 6 Dollar hier, damit du nicht auf Bärenmarke verzichten musst. Dankeschön. Ne, die Bagheera mag mich. Ich glaube auch echt, dass das so zuneigungsmäßig ist. Die beißt da nicht fester, die beißt so leicht. So von wegen, gib mir deine Hand wieder und streiche mich weiter. Aber die ärgert auch voll oft. Muss man halt aufpassen, wenn man rausgeht, Gassi geht. Wenn ich das einmal sehen würde, hat einer Giftköder verteilt, Junge, da würde ich... Das sage ich jetzt nicht. Dem Freund nicht auf die Schulter klopfen. Da würde ich durchdrehen. Ich mag Giraffen. Fun ich Fact, mag auch Giraffen. Nila hat noch nie eine Giraffe im Zoo oder so gesehen. Echt nicht? Nee. Sorry. Bye, have a beautiful time. Boah, halt's Maul. Ich hab deinen Rettetetel übrigens als Subsound genommen, Mila, ne? Ich hoffe, ich hab die Permission dafür. Ey, bin mal unter beim Kultus. Ja, mach das, ne, Edel, lass ihn nicht anquatschen. Wenn was ist, meldet euch, gell, hinter meine Telefonnummer. Ciao, adies, war schön. Bye-bye. Kussi. Mach gut, Edel, mach gut. Vermiss dich. So, dann gucken wir uns gleich irgendwann nachher mal hier ein paar Trailer an und dann spielen wir morgen einfach irgendwas. Ja. Selbst wenn es World of Warcraft ist. Da kann ich wenigstens die Mila die ganze Zeit flamen, weil die... Mano! Boah, ich hab die in Guild Wars so geflamed, ne, wir hatten richtig Zoff. Das kann ich bestätigen, ich war dabei. Boah, hab ich dich gehasst. So, Forest und leg die Windel schon mal raus. Ist das so gruselig? Nö. Nee, aber diese großen Mutanten machen mir Angst. Die sind komisch und sehen nicht schön aus.
Aber wer spielt denn noch The Forest? Ich habe The Forest gespielt. So, und mal, auch da wurde ich geflamed. Ich werde als Enhancer leveln und vielleicht später healen in unserer Gruppe, wenn wir überhaupt dazu kommen. Mensch, ärger dich nicht, Stream. Boah, ich hätte schon Bock auf so Monopoly-Runden. Gibt es sowas überhaupt? Ja. Ja. Das große Problem ist aber, dass solche Spiele, ich dann in der Gruppe frage, wer hat das und keiner wird das haben. Ich hab das. Uno. Uno? Hab ich auch. Ja. Un, dos, tres, cuatro. Uno ist Baba. Ich kann aber nicht von den Leuten verlangen, dass die sich immer ein Spiel holen, nur weil ich das einmal streamen will oder spielen will im Stream. Ein Gartic-Phone-Spiel. Aber das ist halt auch so langweilig zwei irgendwie. Gartic-Phone kannst du vergessen bei uns, Alter. Dann ja, kommt wieder Griffin, der irgendwelche, kommt wieder, ja genau. Ja, ja, warum ja. Ich? Weil du ich, jugendlicher Leichtsinn, Junge, du, ne? Ich bin Meisterkünstler, ja. Bei mir erkennt man direkt, ach, was das sein soll. Ja. Hm, wieder ich, ne? Aber was wir gehen ein Bild vor, mal einen Maiskolben, der vom Himmel fliegt und am Ende kommt raus, weil Griffin irgendwann verkackt hat, dann Alien sich einen runterholt. Es ist halt so dreist gelogen. Es ist halt einfach true, Junge. Ich hab ach, mich hallo, immer Herr angestrengt. Juri. Sehr nett, wenn du die Wahrheit sagst, Mila. Und ja, sagst, was, Junge, was ist denn jetzt? Ich weiß nicht, was da irgendwann bei Curtis und Mila rauskam. Ja, da war ich nicht schuld. Was kam da raus, würde ich gerne wissen. Nee, ja, das... Nee. Das kann... Oh, nein. Das geht nicht. Du hast auf jeden Fall eine sehr detaillierte Zeichnung gemacht. Keine Ahnung, wer der das hat. Ich? Du verwechselst das, ich war das nicht. Ja, ja. Boah, ihr seid dreister Lügner. Ja, ja. Ja, ja. Wenn dir Geister schon zu viel ist, dann spielst du The Forest nicht öfter als einmal. Ach, so schlimm ist The Forest nicht. Also The Forest nein. Ist eigentlich schlimm. Also wirklich. Langweilt mich ein bisschen. Für mich ist das schlimm. Ich bin da echt, Muffelköckel. Ja, nur so, wie genau. So Höhlen. Du bist ein macht typischer Angst, Muffelköckel, Alter. Nicht Muffelköckel, Muffelköckel. Ja, Muffelköckel. Ich mag das gar nicht, Alter. Du bist an einem Zombie vorbeigelaufen. Also die Höhlen fand ich creepy so ein bisschen, weil du halt immer so weirde Geräusche gehört hast. Und es war scheiße dunkel. Tschüss, Amerika. Hör auf zu lügen. Mach's gut. Ich lüg nicht. Hör auf zu lügen. Ja, wir werden schon was finden. Ja. Und wenn wir einfallslos sind und nichts finden, dann entweder ein bisschen WoW-Pommes, entweder ein bisschen dodgen. Ne, ist alles fein. Ja, dodgen kennen wir ja schon. Ja, aber ich bin im Fernsehen. Ich bin ja auch der Dodge-Meister. Das ist ja mittlerweile so eine Meme, dass ich mir das erlauben kann. Nö. Dodgst du Max, so? Hier steht Ding. Na, was heißt auf? Ich bin... Ich mach Dienstag und Mittwochs frei und Donnerstags die letzten Wochen auch. Und sonst bin ich eigentlich dann da. Und optional dann immer, wenn irgendwas passiert halt, ne? Wenn irgendwas zu Hause ist oder irgendein Quatsch, Alter, so, dann komme ich ja nicht. Ich bin halt professioneller Fulltime-Streamer. Ja. Aber ich glaube auch, die meisten Leute, die aktiv hier zuschauen, können das verstehen. Ist ja nicht so, dass ich mich darauf ausruhe und sage, yo, ich hab alles in der Tasche und jetzt komme ich extra nicht wieder und bla bla bla. Hat ja auch, für mich hat das auf jeden Fall immer sinnvolle Gründe. Ist auch dein gutes Recht, wer soll dir was vorschreiben, außer im Real Life deine Schwester. Ja, von der kriege ich auch immer, wenn ich sage, heute spiele ich nicht, weil heute habe ich was vor. Ich wollte jetzt zum Beispiel letztes Mal oben klar Schiff machen und so. Wann war das? Donnerstag habe ich das dann gemacht. Weil ich im Hinterkopf hatte, ne, Unity ist momentan so instabiler durch die Angriffe. Und ich habe keine Lust, mich hinzusetzen, eine Stunde zu RPen und dann drei Stunden zu warten, bis ich da wieder rein kann und so. Das heißt, ich werde heute dodgen und wir sitzen so beim Mittagessen und ich sage so, ja, ich dodge heute und habe schon wieder diese... Vorwurfsvollen Blick bekommen, ja. Typischer Frauenblick, so. Mann. Aber das ist halt Frau. Mila guckt mich manchmal auch so an, so dann denke ich so, guckt die mich jetzt an oder den Typen da hinten? Nur weil ich schielt oder auch, was? Auch ein bisschen Sabber, so Mundwinkel. Da weiß ich jetzt gerade nicht, ob die super doll, ob die super doll verliebt in mich ist oder ob die gerade nur am Nachdenken ist. Aber man muss sagen, ne? Also, die hat echt schöne Locken, ne? Unter der Arme.
Wer, die Mila? Ich? Ja, ja, unter der Arme. Ja, die hat letztes Mal, Dings, hier, Captain Jack Sparrow Cosplay gemacht. Die hatte so Perlen, haben wir da reingeflochten. Ja, letztes habe ich gesehen, hat die so Lockenstab unter der Arme gehabt, in der Achsel. Boah, dann, wenn du das schön fandest, musst du meine Beine sehen. Bye, have a beautiful time. Die sind wirklich top frisiert, immer. Du bist eine Yeti. Ja. Johnny, danke schön für Luisam 37 Monate, nicht der Johnny, der hier abhängt. Und Spotte, danke für Luisam 12. Naja. Solange du nicht wieder in den Jahr verschwindest und genau Roach, deshalb sorge ich vor, ne? Weil damals, und ihr wisst das, viele, die damals zugeguckt haben, sind ja auch einige neue da, wissen, dass ich damals keine Pausen gemacht habe. Ich war heiser und krank as fuck, Alter, und ich kann trotzdem streamen. Und alle haben mir gesagt, mach, nimm Urlaub, geh eine Woche, hör auf zu streamen. Hör auf zu zocken, nimm Urlaub, nimm Urlaub. Ich habe auf alles geschissen, Alter, ich habe einfach gemacht. Und am Ende war ich am Arsch. Ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, aber es darf eben auch nicht vergessen werden, dass es dein Job ist. Ich kann auch nicht einfach Arbeit dodgen, weil ich Lust auf was anderes habe. Kein Hate, please. Du darfst deine Arbeit nicht dodgen, weil du nicht selbstständig bist. Ich bin selbstständig. So, ich kann mir quasi aussuchen, wann ich spiele und, ne, und wann ich streame. So, muss aber auch damit rechnen, dass wie gestern Leute kommen und sagen, yo, das ist mir nicht das wert, das zu supporten, wenn du nur viermal die Woche kommst. Das ist verständlich, kann jeder für sich selbst entscheiden. Außerdem kriegt ihr ja auch Urlaub alle, ne? Und ich höre das nicht. Aber im Prinzip kann ich mir das aussuchen, doch. Ja. Ob sich das dann am Ende noch lohnt und ich davon miete und so was, ne? Ob sich das lohnt, tut sich das immer. Ich habe damals schon gesagt, so, ich stream nicht für das Cash, so, ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Lohnt tut sich das immer, selbst wenn ich nur, was heißt nur, selbst wenn ich 100 Leute damit entertaine. Ja, aber Zimmer saugen ist keine Ausrede, siehst du? Hier kam gerade eine wichtige Frage von der Oma. Junge, meine Schwester nimmt mich einfach hops, Junge. Ja, kannst du streamst du heute? Nee, ich muss mein Zimmer saugen. Nein, na klar, ich weiß natürlich, dass das mein Job ist und so, aber wenn ich das für mich erachte, dass das ein sinnvoller Grund ist, heute nicht reinzukommen, weil ich halt im Hinterkopf habe, heute wird eh nichts vernünftig laufen, so mit dem Server, und ich will RP spielen, dann kann ich euch das auch ersparen, dass ihr hier chillt und mir dabei zuguckt, wie ich im Login-Screen hänge. Oder nicht. Und mich dann wieder aufrege darüber. Ich hoffe, du fährst BMW. Ich fahr geh nix, Bruder. Ich bin ein absolut bescheidener Mensch. Ich habe ein Jahr mein Abo gezahlt, ohne dass er einmal gestreamt hat. Da können die Leute auch mal 2 Tage warten, dass er wieder online kommt. Ich küsse dein Herz, Chucky. Ich sehe das ja auch nicht als selbstverständlich an damit der Streamerei. Das ist eine ganz klare Sache. Aber ich hab das halt im Kopf so. Ich habe auch ein Gefühl dafür. Jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich das Abo damals unterbrochen habe. Das ist nicht schlimm. Das macht jeder hier freiwillig alles. Hättest du das Abo mal weiterlaufen lassen? Oder zelebriere ich das? Zelebriere ich das öffentlich mit meinem Stream? Habe ich irgendwie so eine Zap-Anzeige und sage, yo, bitte mach die 3000 Subs voll, so. Mache ich das? Mache ich Werbung und so ein Quatsch? Mache ich irgendwelche Placements? Wenn ich welche machen würde, werde ich das sowieso vorher mit euch absprechen. Und Dings. Aber nö. Oh. Ich kann mal Abo rein. Kriege ich Placement für Bildzeitung? Ich habe selber mit Depressionen zu kämpfen. Ich weiß, wie wichtig ein paar Tage Pause sind. Und das ist, ich kann mich nicht selber diagnostizieren oder so. Und ich weiß, dass ich manchmal auf jeden Fall solche Tage habe. Da müsste man mal abchecken lassen. Und ja, ich habe auf jeden Fall manchmal depressive Phasen. Aber das ist grau. Hat das nicht jeder mal? Ja, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen ich bin mal nicht gut drauf oder ich oder immer eine wiederkehrende Depressionsphase, weißt du? Ich glaube, ich habe das schon. Aber ist auch die letzten Jahre viel passiert bei mir, muss man ehrlich sagen. So. Müsste ich halt mal abchecken. Nein, war nicht so gemein, ich beschuldige dich in keinster Weise. Bruder, alles gut, Esbella. Hattest du schon mal Placements? Ich habe einmal eine Kooperation gehabt mit Nvidia, sonst hatte ich noch nie was. Und mit Geet halt, ne, damals. Mit diesen Giveaways. Sonst habe ich
alles, was mir jemals angeboten wurde, alles abgelehnt, weil das entweder nicht zum Stream gepasst hat oder so shady Stuff ist. Ich werde bombardiert von 5M-Servern, die mir Geld anbieten, dass ich da spielen kommen soll und bezahlt werde dafür und so. So ein Quatsch, und das mache ich nicht. Aber Edel würde dein Management machen, guck mal. Mhm. Monthly Survival Girl für Miete. Schon mal was aus dem Bounty Board gemacht? Auch noch nicht, noch nie. Wenn mir jemand was anbietet, wo ich dann wirklich sag, okay, momentan mit dem Stream, ne? Wir haben ja das Meme schon seit 2018, der Stream stirbt. Wo ich wirklich sag, okay, da muss ich jetzt dazu integrieren, damit ich das weitermachen kann, so wie ich mache. Und auch abgedeckt bin, sodass ich wenigstens Miete und all den ganzen Quatsch zahlen kann, würde ich sowas integrieren, aber ich würde das halt öffentlich mit euch besprechen. Wie letztes Mal auch. Dieses Placement, ich weiß nicht mal mehr, wie der hieß. Dieser ich weiß es. Effekt Energy Drink. Habe ich auch offen kommuniziert. Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Passt das zum Stream, passt das nicht? Kann ich das machen? Da war sogar Umfragen hier im Chat gemacht. Da waren sogar, glaube ich, 80% und 90% dafür. Haben gesagt, jo, mach einfach, nimm die Kohle mit. Habe ich aber im Endeffekt trotzdem nicht gemacht. Warum auch? Es liegt doch alles an dir. Ja, aber ich nehme euch da trotzdem gern mit auf die Reise. Warum denn noch nicht? Warum sollte ich euch nicht fragen? Vielleicht bekommst du ja auch mal ein paar Placements, wo du einfach hinterstehst, zum Beispiel AMD, Nvidia oder was weiß ich, der Döner von der Ecke. Ja, aber ich sag mal, die seriösen Sachen, die musst du selber anschreiben. Da musst du selber hingehen und deine Zahlen zeigen und sagen, jo, ich möchte gerne aus dem und dem Grund mit euch zusammenarbeiten, eben weil man dahinter steht und so. Habe ich das noch nie gemacht. Darum kommt der Sub auch jeden Monat hier hin, weil hier nicht der ganze Stream nur auf Gib mir dein Cash ausgelegt ist. Das supportet man dann halt auch gerne, wenn du nicht streamst. Dankeschön, Wiped. Und ja, damit fahre ich schon immer, seitdem ich streame, und das wird auch beibehalten. Außer es ändert sich jetzt wirklich Großes, aber ich wiederhole nochmal, ich würde das halt kommunizieren. Also keine Schießerei ab 200 Subs am Tag? Nee. Schade. Ich werde doch einen Teufel tun und jemals in meinem Leben extra RP forsten und so, damit hier ein Unterhaltungswert entsteht, dessen Level man über die ganze Zeit gar nicht halten kann. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine, Vater? Ja, ich könnte jetzt jeden Tag, wenn ich wollen würde, könnte ich jeden Tag im RP losziehen und irgendeinen Quatsch bauen und Schießerei forsten und so eine Scheiße, Alter. Damit die Leute aber du dann weißt selber, sagen, dass das... Nee, aber das kannst du nicht halten. Und am Ende bist du am Arsch, eben. Alter. Du bist einfach gefickt. Eben. Deshalb bleibe ich einfach bei meinem Freestyle-RP, und Freestyle-RP bedeutet, manchmal geht was und manchmal geht eben nichts. Kein Curtis Kusch im Hot-Tube, nee, nur Peanut. Ich würde aber schon sagen, sich einen Partner zu suchen, kann schon sehr viel ausmachen. Besonders beruhigt sowas. Ja. Ist ja auch eine coole und schöne Erfahrung, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wo man auch noch was lernen kann. Und die irgendwelche Produkte haben, wo man auch hinterstehen kann, ne? Aber ich habe es halt bisher nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bräuchte einen Sponsor für ein neues Gitterbett. Ich will auch. Und das klingt so dumm, weil ich da nicht, wie Dings vorhin Lavek schon geschrieben habe, ne, denk dran, das ist aber auch dein Job. So wegen dem Deutschen jetzt und so. Ich will auch aber auch keine Werbung. Werbung würde ich nur so akzeptieren, aber ich glaube, in der Position bin ich gar nicht wie. Und dann nehme ich jetzt einfach das Beispiel, weil das auch ein Vorbild ist, wie bei Stay. Stay hat Werbung im Stream, aber so minimalistisch, und das sieht schön aus. Und das passt auch zum Stream. Das würde sogar passen, wenn er GTA-RP spielen würde, so. Das ist überhaupt gar nicht aufdringlich und so, aber 99%, aber wenn ich woanders halt zugucke, ist die Werbung halt immer so richtig ekelhaft im Bild und wird eingeblendet mit dickem Sound und so, und das gefällt mir gar nicht. Ich hasse Werbung, Alter. Wenn ich irgendwas haben will, so, dann suche ich mir das selber raus.
andere Leute beeinflusst mit irgendwelchen Produkten, so wo du selbst nicht hinterstehst. Das ist nicht so mein. Es steht halt auch dahinter, die Kleidung trägt der selbst zum Beispiel. Ja klar, natürlich, Mann. Ich hab die Geschichte schon mal erzählt. Ich hatte mal ein Angebot ganz, ganz früher von Kinguin. Da ging es auch um vierstelligen Betrag für ein bisschen Werbung. Und da wurde mir gesagt, ja, willst du das unterstützen? So, stehst du dahinter? Wenn nicht, dann mach es nicht. Wenn du die Kohle unbedingt haben willst, dann mach es einfach so. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Scheiß drauf. Da hoffe ich lieber darauf, dass ich genug Leute entertainen kann. Die mich dann... Shadow Raid Legends? Die mich dann supporten. Hab ich, guck mal, Shadow, beste Beispiel, ne, Vater? Mein Rechner ist ja dieses Jahr schon 50 Mal kaputt gegangen. Als er das erste Mal kaputt gegangen ist, hatte ich dieses Gespräch, ein Placement dafür zu machen. Und hab mich da ein bisschen im Internet erkundigt drüber und hab gesehen, kriegt sehr viel Rücken, nein, nicht Rückenwind, sehr viel Kritik für ihre aggressive Werbung in den Streams und so, ne? Und dann, ich hatte eh eine Woche lang, war der Computer weg und ich hatte eh nichts zu tun und dann dachte ich mir, okay, die alle sagen, das ist ein scheiß Spiel, das ist auf Geldmacher aus und bla bla bla. Ich bilde mir jetzt meine eigene Meinung. Und ich gucke mir das selber mal für mich an. Und ich habe mir das angeguckt und das Spiel an sich, und das ist meine Meinung, ist nicht schlecht gewesen. Die einzige schlechte Sache, die daran, und das ist das, was wahrscheinlich auch kritisiert wurde daran, ist das mit der Werbung in dem Spiel. Weißt du, du gehst da irgendwo kämpfen in den Game, kommst wieder in deine Stadt zurück und kriegst direkt so eine Anzeige für, ja, kauf hier Goldcoins und bla bla bla. Ja, das ist das Problem. So, und dann habe ich mich noch weiter damit beschäftigt, bin in diesen Reddit-Subs gegangen von denen und habe da nachgelesen. Und in diesem Spiel gibt es halt aber auch so eine Szene, natürlich gibt es Spieler, die da richtig viel Geld reinbuttern. Aber es gibt in dem Spiel auch Leute, die kein Geld reinbuttern und das so spielen. Bestes Beispiel ist wieder Jamar, der zockt das sogar heute noch und hat noch nicht einen Cent da ausgegeben. Hat aber ein kostenloses Handyspiel. Und da war ich auch am Überlegen, was soll ich das machen? Soll ich das aber auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, mit rausgeben, ne? Dass man eben nichts zahlen muss, um das zu spielen? Oder mache ich das nicht? Und ich habe mich am Ende dann doch dagegen entschieden. Weil halt auch deren Werbekampagne, wie die das aufziehen so, dass die dir so unfassbar hohe Dings, Gelder ausschütten an Streamer und so, damit die das da zeigen. Die zielen halt darauf ab, gezielt so viel Werbung wie möglich zu machen, weil von der Werbung ein bestimmter Prozentsatz bei dem Spiel hängen bleibt und von diesem Satz, der hängen bleibt, nochmal welche dabei sind, die nennt man Whales in diesem Spiel. Das sind nicht Leute, die mal für 10 Euro in dem Spiel aufladen, sondern direkt für 1000 Euro. Darauf sind die aus. Weißt du? Hallo? Ja, ich glaube. Hallo? Auch. Ja, die sind nicht auf die Leute drauf, die mal einen 10 ausgeben, sondern wirklich die da wirklich Tausende von. Aber ich frage mich, was das für Leute sind. Ich meine, ich habe schon mal so eine Doku darüber gesehen. Da haben die auch so Leute gezeigt, die wirklich dann so 40-60% ihres Gehalts in diese Spiele reinbrettern. Ne? Es gibt da ja so Ranking-Listen und bei manchen, das ist wie Casino-Spielen. Du spielst Casino und hörst dieses bling, bling, bang, bung, bling, bang, bling, 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 bling und dann dein Gehirn so. So, das ist das Gleiche. Du spielst da und dann fickst du da so einen großen Drache weg, Junge, und dann zeigt er dir rechts an, yo, du bist in der Rangliste gerade Platz 53. Und wenn du Rang 1 erreichen würdest, würdest du das fette Schwert bekommen, womit du den Drache dann nächste Woche in 5 Sekunden schneller töten würdest, so. Und dann, es gibt halt Leute, ne, die sind dann süchtig danach. Die sagen dann, oh, ich brauch das unbedingt. Und dann cashen die es fuck rein, Junge, dass die den Scheiß kriegen. Ja, und nächste Woche machen sie das dann nochmal. Und nochmal und nochmal. Ja, aber ich finde auch so aggressiv dafür zu werben, ja, kauf da was, das finde ich halt auch immer so. Immer schwierig, weil viele Leute, die sind dann halt so, die lassen sich davon schnell beeinflussen, weißt du? Und viele Leute geben dann das Geld da aus, das sie eventuell auch nicht halt haben. Als, und so. Da musst du halt als Streamer oder als Person, die, ich sag mal, eine gewisse Reichweite hat, aufpassen, ne? Dass du das nicht so, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn ich das Placement gemacht hätte, wahrscheinlich hätten mir hier viele geholfen, hätten sich das mal kurz runtergeladen, ne? Damit ich dafür bezahlt werde und hätten das dann nie wieder angefasst. Aber vielleicht wäre hier der ein oder andere gewesen, der gesagt hätte, das Spiel ist cool, weil das an sich ist, von der Grafik und so, und wäre darauf hängen geblieben und hätte da unzählige hunderte Euro rausgegeben und so. Und das will ich nicht verantworten.
Da kannst du so auf dem Stream sagen, wie du willst. Brauchst kein Geld ausgeben. Diese komischen Blinkelichter und die ganze Kacke, die macht dich so irre, Alter. Da vergisst du, was ich gesagt habe. Und das will ich nicht. Deswegen. Ich habe mir dann noch so eine andere Option offen gehalten. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich hatte eigentlich vor, also ich hatte einmal, ich mache es nicht und einmal, okay, ich mache doch. Aber in dieser Option mit diesem, ich mache doch, hätte ich die komplett hops genommen, Alter. Dann, ich hätte ein Placement dafür gemacht und ich hätte das voll übertrieben so. Weißt du, ich hätte dann so gesagt, boah, guck mal hier, das Schwert, boah, super geil, nur 5000 Euro so. Ohne, dass die das gemerkt hätten, weißt du? So, dass der Chat merkt, ich mache mich darüber lustig. Das hätte ich dann noch gemacht. Aber habe ich mich dann auch gegen entschieden. Es geht um Raid Shadow Legends Placements. Ja, genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, haben wir auch mal geplant, als wir das auch so eine Anfrage mal von denen bekommen haben. Aber dann dachten wir uns, ja, wer weiß, vielleicht versteht das dann doch einer nicht irgendwie so als Spaß oder so, weißt du, und geht dann trotzdem darauf ein. Naja, wenn du, aber das wird wahrscheinlich auch nicht helfen. Wenn du klug bist, würde ich jetzt zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt, oder hätte ich vorhin schon gesagt, wo am meisten da waren, weil jetzt gehen gerade schon wieder, wir sind doch schon wieder fast 3 Stunden online, wenn ich das jetzt vorher hätte, würde ich das so machen. Jetzt, ich würde jetzt den Leuten sagen, Leute, passt auf, in 2 Wochen mache ich ein Placement, denkt jetzt alle dran, und ich würde das vielleicht im Discord nochmal so ein bisschen kommunizieren, in der Ecke, wo das nicht alle mitkriegen, und würde den Leuten das aber sagen, ladet euch da und spielt das ja nicht, das Spiel. Ich mache das wegen finanziellen Sachen, weil ich mich so nicht über Wasser halten kann, deshalb integriere ich das in den Stream, spielt das auf gar keinen Fall und würde das voll überdramatisieren, alles, wenn ich das dann zocke. So, ja, ne, wie ich gerade gesagt habe, mich quasi darüber lustig machen, ohne dass die das checken, die mir das Placement so gegeben haben. Aber. Das wäre ein wilder Move, auf jeden Fall. Fick drauf, Alter. Scheiß drauf, Mann. Ich finde das, ich muss sagen, ich persönlich finde das immer gut, wenn Streamer, Content Creator oder sonst irgendwas wirklich auch hinter den Produkten stehen, die sie bewerben und diese Produkte auch wirklich nutzen. Ja. Du hast leider so viele Leute oder so viele Firmen, die für irgendwas werben, wo sie gar nicht hinterstehen oder es selber auch gar nicht benutzen. So, das finde ich dann immer. Das schwierig. Hatte ich ja bei diesem Effect Energy. Effect ist eine Marke, die kennt man, ne? So neben Red Bull. Das ist jetzt keine Internetkacke. Ich hätte das gemacht, um die Kohle mitzunehmen. Das habe ich auch kommuniziert, transparent. Aber ich stehe da nicht hinter. Ich trinke keine Energy Drinks, Alter. Ne? Ich kann nicht hier sitzen und sagen, yo, Effect ist das Beste oder so, wenn ich das selber nicht trinke. Ich trinke die so eine Rotze nicht. Ich würd das auch nicht trinken. Ich trinke Mineralwasser, Alter. Oder Pepsi. Aber ich muss sagen, so ein Effekt-Placement würde ich jetzt schon nicht negativ so fühlen. Nee, weil das sind keine überzeugerten Energies, wo du abgezockt wirst. Ich habe das auch nicht als negativ gewertet, sondern einfach nur, es passt nicht zu mir, weil ich die Produkte nicht konsumiere. Ja, gut, das ist natürlich. Der Miguel kann jetzt kommen von Jacques Berger aus Neumühl und der sagt: Bruder, machst du Werbung für meinen Dönerladen? Ich sag, gib mir Logo, Alter. Weil da ich gehe Döner essen, ich weiß, das ist ein guter Laden. Würde ich sofort machen. Aber für meinen Dönerladen würde ich auch direkt. Ja, würde ich machen. Döner muss immer supported werden. Wenn ich das selber konsumiere und ich weiß, okay, ich weiß, was drin ist und... Weißt du, warum nicht? Aber ich trinke halt keine Energy Drinks. Das beste RP gibt's eh nur mit Reis. Trinkst du Kaffee eigentlich? Nein. Ich trinke Dings hier, Eiskaffee. Ja, wenn man das Kaffee werten kann. Ich mag keinen Kaffee. Ich auch nicht. Wenn du darüber nachdenkst, wie viel ist denn in das Pokémon-Game bei dir reingeflossen? Ich glaube, das waren an dem Tag, wo ich das gestreamt habe, ich glaube so 300-400 Euro. Aber da bin ich auch, ja doch, klar bin ich da auch schon schuld. Aber der Chat, ne? Ist das echt so viel gewesen? Ja, als ich das Dragoran da umgeskillt habe, Junge. Ich dachte, ein 50er oder so war das. Nee, ich habe selber 20 Euro und das ging dann nicht, Alter. Und dann ist der Chat gekommen und hat gesagt, mach Nummer. Und dann waren irgendwann 300 Euro am Ende, Alter. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da nach dem Stream abends im Bett lag und mir dachte, Bruder, was hast du da gemacht, Alter? Ja, das stimmt, das hast du noch mehrere Euro, Tage danach bereut. Überleg dir, Alter, das habe ich bis heute nicht vergessen, das werde ich noch nie wieder tun. In Guild Wars habe ich ein bisschen so Dings gekauft, Alter. Aus dem Shop so ein paar Cosmetics und so, aber das war nichts Wildes. Und ich habe mir halt das Addon für das Spiel gekauft. Und ich habe das nicht gestreamt. Das war aber eine Menge, Alter. Und da habe ich mich auch echt schlecht gefühlt. Das Spiel könnten wir spielen, das hat echt Spaß gemacht. Welches? Wie hieß das nochmal? Auf jeden Fall war das ein Pokémon-Spiel für PC. Findest du Neumühl ist der beste Döner? Und Jacques Bajer auf jeden Fall. Pokémon, meinst du?
Das Ding ist halt, war das Pokémon? Ich hatte mal geschäftlich mit dem Besitzer da zu tun. Schon lange her. Ich weiß halt, wie das da hinter den Kulissen abläuft und ich kenne die Küche und so. Das ist super sauber. Das schmeckt super. Die Preise sind vollkommen in Ordnung. Da war ich auch essen mit Moondai, als Moondai mich besucht hat. Da habe ich vorher angerufen und habe gesagt, ich komme mal mit dem Kumpel essen. Der hat schon Tisch fertig gemacht. So richtig einen auf Pablo Escobar, Junge. Dann waren wir da essen, Junge. Dann hat der Jai gebracht und so. Das beste Laden. Schmeckt auch richtig gut. Alles frisch und so. War noch nie da. Geh morgen dahin. Direkt daneben ist Holtener Straße. Direkt daneben ist auch ein richtig guter Grieche, Alter. Was ich für einen Döner... Ich habe gar nichts für einen Döner gezahlt, da. Ich habe Essen umsonst bekommen. Direkt daneben an ist auch Greco. Ist ein Grieche. Der ist auch super. Vielleicht mit einem Döner, Mann. Jeder, der dann hingeht und sagt, von Curtis Kusch. Support your locals. Rabatte. Dieser Moment, wenn man für Handygames seit knapp 8 Jahren schon über 2.000 ausgegeben hat. Ah, nimm das als Lehrgeld. Mit dem Code Curtis Kusch bestellen DavidX1080. Guck mal, was passiert. Aber ich glaube, da kosten Döner 3,50 oder so. 3,50? Ja. Boah. Manchmal haben die auch so für eine Woche so ein Angebot, kriegst einen Döner plus so eine 0,02er Cola für 3,50. Bei uns kostet geht Döner 5 Euro. Ja, ja, Ayran geht auch. Dann Ehre. Da kannst du bei sogar, uns kostet Döner auch so viel bis 5 Euro. Da kannst aber. Du, da konntest du, ich weiß nicht, ob das heute noch so, ich war schon lange nicht mehr da, weil ich auch weggezogen bin. Du konntest sogar in so einer Ayran-Maschine dein Ayran zapfen. Nicht was dieser Kühlschrank so voll. Ja, ja. Boah, Bruder, die Pizza da, Alter, 1000 Mal besser als bei jedem Italiener hier im Umkreis. Ich habe für WoW hab ich viel Geld ausgegeben. Als ich angefangen habe mit dem Stream. Ja, da habe ich mir aus dem Schwarzmarkt Auktionshaus T3 gekauft. Da habe ich Gold gekauft. Aber auch nicht viel, glaubt auch. Was heißt nicht viel, ne? 400 Euro oder so. Über ein, zwei Maschinen. Ach, zwei Maschinen. Jahre. Ayran-Maschine, ja, ja. Ja, aber so ist das. Vielleicht werde ich irgendwann mal was machen, wenn ich was finde oder wenn ich was sehe, wo ich mich dann drauf bewerbe. Wo ich sage, jo, mit euch möchte ich zusammenarbeiten. Aber ich habe noch Frage. Nie Ayran getrunken. Nicht? Ich mag das, sagen, ich mag das irgendwie Getränk nicht. Welches Getränk trinkt ihr zum Döner? Cola. Auch. Ich mag Ayran irgendwie nicht. Pepsi oder Cola, ich weiß auch nicht. Ayran ich kann, zum Döner ich kann einfach... nicht Mittagessen essen mit, und dann Wasser dabei trinken, ne? Kann ich nicht. Ich muss Cola oder so. Oh, Fanta Exotic ist auch gut. Das ist auch wild. Alter. Oh, Ulo Duck ist aber auch wild zu dem Döner. Fanta Exotic ist wild. Curtis Vorgehensweise in MMOs. Jo, gefällt mir. Wo kann man Gold kaufen? Na klar. Bruder, ich habe keine Zeit. Das ist das Problem. Ulo Duck? Ja, Ulo Duck ist auch geil. Ulo Duck Orange, das ist mein Mann. Nee, das Beste ist diese... Meine Schwester bestellt ab und zu mal so englische, amerikanische Süßigkeiten und so ein Quatsch. Und da gibt's Fanta Grapefruit, ne, Bruder, Alter. Die ist geil. Oder diese Fanta Apple, getrunken. Alter. So saurer Apfel, ne, oh mein Pineapple Gott. Pineapple ist auch geil. Oh mein Gott, Junge. Huh. Zwei Brüder Fenlo, gib ihm. Ja, Mann, Alter, kein Dosenpfand, Junge. Aber nur noch bis 2022, ab dann gibt's auch Fanta in Holland. Oh mein Gott. Und der Curtis hat mich nicht abgezogen, Timmer. Ne, ich hab den. Der verbreitet Lügen. Der Güffi kriegt sein Geld wieder. Der Güffi hat mir auch vorgestern geschrieben, ob er das Geld wieder haben kann. Weil er mir ja das Item damit sein Geld was gegeben hat. Weil der Güffi braucht jetzt Geld, um WoW-Gold zu kaufen. Hoffentlich hört das, Herr Blizzard, das ist nämlich verboten. Afri-Cola gleich Ort. Ich wollte mir natürlich nur den Character-Boost holen auf Stufe 58. Ja, ja, ja. Oh oh. Doch hat der Digga, das Teil war um einiges mehr wert. Ich hab dem Güffi gar nichts dafür gegeben, er hat mir geschenkt. Ja, so sieht's aus. Curtis muss Zimmer saugen, keine Zeit. Ja, Mann. Ey, aber was mit Holland mit Pfand, ey? Der Kid Kusch schreibt auch schon, lohnt sich gar nicht mehr rüberzufahren dann. Da lohnt sich trotzdem noch. Frikandeln, Alter, Bruder. Boah, Frikandeln. Frikandeln, Alter. Mit was Mayo ist das? Frikandeln Spezial. Hast du noch nie Frikandeln gegessen? Was ist das? Oh mein Gott! Er oh mein Gott, was?
Ja, wie kann man, was ist Frikane? Wie kann man eine lange, nee, du kannst auch nicht sagen eine lange Frikadelle, weil das hat nichts mit einer Frikadelle zu tun. Nee, irgendwie. Das ist, sieht aus wie eine Wurst, aber ich weiß nicht mal, was da drin ist, Alter. Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Ich weiß nicht, was in der Frikane drin ist. Warte. Wir essen irgendwas, du bist nicht, was drin ist, ey. Ich hab keine Ahnung, Alter. Warte, ich kann dir ein Bild davon zeigen, Mila. Also ich dachte immer, das wäre einfach ein anderes Wort für Frikadelle. Nee, das ist ein Guck, ich hab dir ein Bild geschickt. Übelst geil. Geflügelrolle, Junge. Ja, Geflügelrolle. Okay. Sieht komisch aus. Sieht komisch aus, ja. Riecht auch komisch, aber schmeckt gut. Plus eins. Kann ich unterschreiben. Oh. Jack sagt auch, Frikandel speziell ist Liebe. Guter Mann. Ramon, du warst noch nie in Holland. Das musst du auf jeden Fall nachholen. Wer war noch nie in Holland? Ramon. Kann man noch in Holland gewesen sein? Ja, wir kommen aus NRW, Bruder. Wir, Alter, kick down. Wir leben praktisch fast noch. Kick down, Alter, bist du direkt da drüben, Junge. Ich habe eine holländische Pommes. Aber Jack hat's noch besser, ne? Wohnt der noch näher dran? Ja, der wohnt noch näher dran. Ach, da holt er sich auch immer seine komischen Jingling-Kippen, ne? Ja, genau. Mit geschredderten CDs, Junge. Dann immer... Alles für die tiefe Stimme, MP. Ich würde gerne bitten, den Hass zu unterlassen. Entschuldigung, Herr Dick. Du laufst ins Kohlekraftwerk durch. Bye, ich steck mir jetzt so Gummisticks in den Mund. Ja, man hört alles schon dick. Da ist die Mayonnaise, die auf die Pommes tun, noch ganz anders als die in Deutschland. Also die schmeckt mega nice. Die ist so dickflüssig. Und lass nicht über Schokomel reden, ne? Das ist der Stoner-Kakao schlechthin, Junge. Blaue und Schokomel. Blaue und Schokomel, Junge. Das fühlt sich an, als würde Gott dir in den Mund packen, einfach nur. Ehrlich. Ehrlich, oh mein Gott. Kennt ihr auch Hagelslag? Ja, den Pudding. Nein. Nicht der Pudding? Nee, dieses, diese Schokostreusel. Ne, wie heißt nochmal der Pudding, Alter? Heißt der nicht irgendwie Flair oder sowas? Schokomel. Ja, Fla. Oh mein Gott, Junge. Ja, Fla ist auch. Aber Juppie-Soße ist auch. Ja, Mann, Juppie-Soße auch ist anders, auch geil. Ja. Oh. Was gibt der, Junge? Ohne Essen wird es schwer. Ich schwöre bei Gott, Walla, Gänsehaut. Oh, lass nach Holland. Let's go, Kickdown, Alter. Dodge für Holland. Let's go. Schatz, ich kann morgen nicht online kommen. Ich hab Bauchschmerzen. Oh. Ich mach V-Block oder wie das heißt aus Holland. 3 Liter Fla getrunken. Nee, da wird sie kotzen. Ich habe mir mal 2 von den Tüten reingezogen, weil ich so, also ich hatte so richtig Bock auf Süßes in dem Moment, so, ey, mir war so schlecht danach, ne? So Double Flau oder normal? Oder ich frag mich nicht. Ich habe auch eine Story, ich war das allererste Mal in Holland mit, boah, ich glaube mit 12 oder 13 Jahren, mit einer Nachbarin von mir und deren Oma und wir waren da in Venlo, irgendwo am Wasser, da war auch so eine Pommesbude, Alter. Und wir haben da auf so einem Stein gechillt und die Oma war mit einer Freundin irgendwie einkaufen. Und dann kommt da so ein Drugdealer zu uns an, der fragt, ob wir irgendwas kaufen wollen. Und meine Nachbarin sagt zu dem, ja, wir wollen ein Kilo haben. Der sagt, ja, warte hier, ich komm gleich sofort wieder, warte hier, Junge, Alter. Ich hab mir in die Hose geschissen, Alter. Ich dachte, wenn wir das Kilo jetzt gleich nicht abkaufen, fickt der uns. Aber das ist immer so, wenn du in Venlo bist. Meistens fragen die mich immer, ob ich Koks verkaufe, wenn ich in Venlo bin. Ich weiß nicht, warum. Ja, aber du bist ja auch der Nico. Nico, der Koksverkäufer. Der Koksverkäufer. Der Koksbaron. Monatslohn wie ein Koksbaron, Junge. Aber das ist halt ganz normal in Holland. Als ich das erste Mal dort im Festival, auf einmal Leute dann überall um dich rum am Kiffen. Wusstet ihr, dass es einen Ableger der Crips in Holland gibt? Also wirklich jetzt? Ja. Hab ich Crips. Schon gesehen sogar. Ja. Live. Naja, Crips, Junge. Richtige Ging-Ging-Pommes. Ging-Ging. Haben wir hier in Duisburg auch die mit Zatadura und so zu tun gehabt. Die kommen ja auch aus Holland, der Motorradclub. Wenn ich sag no contact, dann heißt das no contact. Klärjum. Naja, das Leben ist verrückt. Ne. Doch. Okay. Lass die nochmal aussprechen. Wen soll man aussprechen lassen? Wer hat geredet? Der Vater oder der Jack? Der Jack raucht sich gerade eine. Nein. Hat doch gar keiner geredet. Ich rauche nicht am PC. Nee, ekelhaft, der Drogen nimmt +1, Junge.
Plus eins. Finger weg von oben. Finger weg. In der neuen Bude rauche ich nicht am PC, habe ich Angst. Weil da gehst du 10 Sekunden draußen und dann auf dem Balkon rauchen, ne? Ja, ja, ich kann einfach. Ja. Die Minute gönn ich mir draußen am Balkon. Junge. Ja. Junge, er sagt, ich gehe eine rauchen, der ist in 5 Sekunden wieder da. Da, hast du gehört? Junge, geh zum Arzt, bitte, Bruder. Junge, was soll der Arzt mir sagen? Sag's mir. Ja, der soll mal deine Lunge röntgen oder so. Ja, der sagt, ich hab das auch mal gerochen. Bevor ich, ja. Also als ich noch geraucht hab. Junge, so atmen und huste ich nicht mal, wenn ich morgens aufstehe, Alter. Ja, morgens ist ganz schlimm. Glaub mir, wenn du aufhörst mit Rauchen, so 3 bis 6 Monate, du bist ein anderer Mensch. Ja, ich weiß, ich hab schon mal ein Jahr lang aufgehört und so, das geht, aber ja, ich hab nicht das Bedürfnis aufzuhören. Ich hab's aber auch das Problem, ich trinke gar nichts am Tag, ne? Und wenn ich merke so, ich zwinge mir irgendwie 2 Liter am Tag runter, dann ist es auch viel besser. Aber ja, denk mal dran zu trinken. Ich hab so extra so eine App. Das war da bald mit der Cringe-Pommes, Junge, das sag ich dir aber. Ich hab extra so eine App, die dann immer 20 Minuten gibt mir so ein Pop-up, so, trink bitte was. Ich ignoriere die einfach immer. Warum hast du so ein Pop-up? Damit ich dran denke, zu trinken. Dann hol dir doch mal vergiss so eine richtig. Hol, weißt ich trinke, ich schwöre dir, wenn ich nicht, also. Hallo. Wenn ich nicht mich inzwinge, dann trinke ich am Tag gar nichts. Du musst dir so eine richtig schöne Glas-Dings kaufen. Wie nennt man das nochmal? Warum bin ich zu dumm daraus? Ja, genau. Karaffe. Und da haust du dann schön Zitronen rein und die stellst du dir am Dings hin. Am Schreibtisch, glaub mir. Ja, und die bleibt den ganzen Tag da stehen. Nein, du musst da trinken. Gibt nichts Besseres. Ja, okay, hier, BG ist vorbei, warte, ich trinke. Ich sag Glas, Dings, und der eine schreibt im Chat Bong. Ja, klingt auch so, als würde der Bong Wasser saufen, Alter. Mm. Oh, dieser Hass. Ey, oder weißt du, was auch Bong Wasser vom Dungeon, Junge. Ich hab mir jetzt so ein Ding gekauft, da, so, wie heißt das? Ich weiß nicht, wie das heißt. Da kannst du so Kohlensäure, Wasser selber machen mit so Sodastream so und so. Sodastream. Ja, Mann, das ist voll geil, das Ding, ich schwör's euch. Die haben da Pepsi-Sirup und so, und wenn du das machst, dann das schmeckt 1:1 wie eine Pepsi aus der Flasche. Boah, nee, ich mag das gar nicht. Ja, und du musst also, keine Glasflaschen tragen. Ja, okay. Weil, wann muss ich, einmal im Monat muss ich 6 Flaschen tragen oder so. Wieso ja, wurde Danjo so eigentlich gebannt auf Sektor? Boah, der hat mir das erzählt. Ja, weil das sind die Drogen, ne? Soweit ich mitbekommen habe, war der Jute Roger Harris auf Danjo seiner Seite, aber irgendeiner aus dem PD konnte den nicht leiden, weil der immer in Anführungszeichen RP-fremd geredet hat. Weil der immer alte, so schief gesagt schief. Hat und so. Ja, der alte schief. Der alte schief und dann. Der vorher da war. Und dann, laut Danjos Aussagen, war da so. So eine Hexenjagd irgendwie, so dass die den da unbedingt weg haben wollten. Irgendwie sowas. Müsste dann schon selber fragen. Anscheinend irgendwie sowas. Aber heute nicht. Der sitzt wieder oben, das ist wieder komplett verpeilt. Ach. Pepsi schmeckt immer nach Müll. Ruhe. Ich finde Pepsi besser als Cola. Same. Aber was ich auch geil finde, Pepsi Fritz-Cola. Star Wars denken. Fritz-Cola geht auch. Aber welche gar nicht geht, ist die Freeway-Cola, Junge. Nee. Dann trinke ich lieber nichts. Spezi ist auch fett, ja. Spezi ist auch dick. Mag ich. Ja. Afrikola, also ich mag Vanilla Coke. Freeway Colas Leben am Limit. Junge, dieser Hass. Zum Glück habe ich gerade vom MDK 6 Dollar bekommen für Bärenmarke. Alles andere ist mir egal. Aber ich trinke nur Bärenmarke Milch. Kannst du mir 2 Dollar leihen, dass ich mir eine gute Cola kaufen kann? Nein. Trink Leistungswasser. Leistungswasser? Jetzt habe ich den Zapname schon wieder vergessen. Zabub? Wie? Nee, irgendwas mit Zabub. Nee, nicht Zabub, oder? Zabub? Irgendwas hast du. Fuck! Egal, ich hab Abub, war das Abub? Abub, Zabub? Abub oder Zabub? Eins von beiden. Ich hab selber schon vergessen. Danke für dein Geschenk, Abub, glaube ich. Ja, Abub war's. Und Esade, vielen lieben Dank für 100 Bits. Abububs. Nein, nicht Abububs. Sababub. Sag mich so. Irgendwie Subabub oder so. Scheiße, Junge. Kennst du noch den Clip damals, wo wir in dem Auto waren auf Alternate? Das hat so angefangen mit Wackeln. Dann ist bei mir so Alge rausgekommen. Kennst du den Clip noch? Nee. Boah, den kennst du nicht mehr? Weiß ich nicht mehr. Da saßen wir so im Auto und ich wusste nicht, was ich sagen soll und war verwirrt und dann ich irgendwie Let's Go sagen. Laut René, kann man mitreden, oder wir reden gerade über alles. Wir haben den angefangen mit dem Stream, um zu kommunizieren, dass Unity offline ist und haben ein bisschen über DDoS und so gesprochen. Und jetzt reden wir einfach Trash.
Alge. Alge. Nee, ist Alde. War kein Zahn, war Tic-Tac. Irgendwer hat er sich dann sogar ein Alge-Emote gemacht. Ich glaube, Cooper war es. Und Springnick, dankeschön für den Wies am 10. Monat. Gönn Capri-Sonne, danke. Habe ich tatsächlich im Kühlschrank. Was Meinung dazu, dass sie jetzt Papiersträume haben? Wie Unity ist dauernd schon Pommes spielen. Ach, du bist in der WoW-Pommes gefangen. Das ist mega Bullshit mit den Didos ohne Witz. True, true. Klassisches Kreis-RP hier. Nur ohne RP und Kreis. Man merkt gar nicht den Unterschied, ne? Kann man das VOD nachschauen? Ja, kann man. Ich hab Sound an. Danke für dein Geschenk, Abub. Genau, Geschenk, Abub. Die Alge? Ja, stimmt. Nee, nicht die Knossi-Alge. Nee, nicht die Alge. Büffi-Alge, der hat das vorher schon erfunden gehabt. Jo, da gab's einen Mode für, das hatte ich sogar gemeint mit Paint. Doch, die für FPS. Irgendwen. Ich hab gar keine FPS-Drops, du Lügner. Ey, ist einfach keiner online, ne? Ach doch. Ach, Knossi macht wieder ein. Was macht der denn da? Ritter-Event? Ja, im Mittelalter-Camp. Echt jetzt? Jo, dieses ganze Wochenende. Ah. 182.000 Zuschauer, Junge. Was geht denn da ab? Machen die so Live-Action-Roleplay oder was? Nee, leider nicht. Also, man hätte so viel machen können mit Bogenschießen und so, aber ich habe noch nichts Tolles gesehen. Wie viel Werbung? Das einfach wie viel Werbung willst du bei Knossi? Ja. Wie viel Werbung hat der unterm Stream, Alter? Ja. Go stupid, oh! Go crazy! Das ist einfach nur Saufen, fertig. Ich würde uns aber alle auch in so einem Camp sehen, so ein Realist-Stream. Wie viel Werbung willst du haben, ja. Ja, wird der Jack da zum Ritter geschlagen? Boah, ich will Gangster sein, wenn wir Real Life RP machen. Justin, vielen lieben Dank für $10. Hier, Meister, für die Tierarztkosten. Welche Tierarztkosten? Vom Amigo oder was? Soll ich das der Schwester Kusch geben? Du willst Gangster sein in Real Life Pommes? Ja. Boah, ich mach den Cody, Alter. Ich mach einen Burgerland auf. Also, wenn Unity weiter down ist, dann gibt's ab nächste Woche Livestreams, wie wir am Lapen sind. Aber wenn das irgendwie, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein bisschen, nicht cringe, aber wäre schon merkwürzig. Ich glaube, ich würde das machen, Alter. Ich glaube. Burgerland öffnen? Nein, Live-Action-Roleplay-Ding. Ich glaube, ich würde aus so einem Methorn einfach Whisky saufen den ganzen Abend, Alter. Ich hätte voll Bock drauf. Im Dorf, wo meine Mama wohnt, da ist immer so ein Mittelalter-Event. Da reden auch alle immer so. Und irgendwer hat mich da angeknurrt, mal. Daran erinnere ich mich noch. Da war ich da einkaufen und ich dachte erst, warum sind alle so komisch verkleidet? Und dann sagt meine Mutter, ja, Mittelalter-Event. Und ich gehe in den Laden und da sind alles Leute so mittelalterlich eingekleidet. Und der eine kommt zu mir, redet mit mir so komisch. Und dann kommt ein anderer und hat mich angeknurrt. Meinst komisch? Ja, komisch. Wie angeknurrt? Angeknurrt, so. Ich kann das nicht nachmachen. Nein, so angeknurrt. Oder wie sagt man, der war so grummig, so. So. Go stupid, oh! Go crazy! Oh, wie hat der gemacht? Ey, wenn ihr der Donations sind, kommt, verstehe ich gar nichts, Alter. Wie hat der gemacht? Der hat. Wie hat's funktioniert, Alter? Wie der Pitbull, oder was? Nein! Mama Pitbull wieder? gemacht, sondern der war. Wie hat der gemacht? Ach Mann, ich will das nicht. Boah, halt's Maul. Und Sebo, danke schön für $12 für geile Fußbilder. Ja, Mila, musst du halt nochmal die Kamera auspacken. Ja, okay, dankeschön, Sebo. Aber der Sebo will, dass du vorher in Hundescheiße läufst. Oh mein Gott, was hab ich da geworfen? Was hab ich gesagt? Und siehst du, das meinte ich mit vorhin. Manchmal ist der Mund schneller als das Gehirn, Alter. Was hab ich da gerade gesagt, Alter? Was ist da passiert, Junge? Da hat's gekickt im Kopf, Junge. Da hat das Gehirn kurz ausgesetzt. Ja, wie deine Lunge. Ja. Die lebt auf Maximum. Das ist übrigens nur Spaß hier alles, dankeschön. Würdest du meine Zehennägel küssen? Was? Was? Halt's Maul. Ich hab jetzt jeden was? Schon gefragt. Ich sehe schon die E-Mail von Twitch, halt die Klappe. Halt deinen Mund. Hä? Du hast gerade was viel Ekligeres gesagt. Ach so. Der Sebo hat geschrieben, ich will, dass du durch Spaghetti läufst, aber die Füße müssen passen. Okay, Themawechsel.
Ich wusste schon Papa immer, Roach, dass das so ein Verrückter ist, ne? Der Sebo ist durchgeknallt. Jo. Ah, mein Gott, würdest du nicht? Ich würde geh nix, Alter. Würde er wohl. Ja, würde ich auch. Eher ein Fußball mit Hundescheiße oder? Halt's Maul! Schnauze! Nix Fußball, dann geh nix, Junge. Wir haben ja kein Hot-Tube-Stream-Dingen, alter Muppet. Ruhe. Der Seamaster hat auch was Schönes geschrieben. Wer hat was Schönes geschrieben? Der Seamaster. Aber... Wir machen jetzt Chat. Direkt Gildenkick. Wir sind schon, wir haben schon, Alter, 3 Stunden schon online, Junge, nur quatschen. Das ist echt VIP. Wir machen eine Muppet jetzt aus, ist keiner online. Wir überlegen uns was für morgen und dann morgen normal 19 mit irgendwelchen Trash-Games. Das eskaliert hier schon wieder zu viel. Ist schon wieder zu spät. Ja. Wir gucken mal, wenn uns nichts einfällt, dann ein bisschen wie wir permissen, wenn nicht, dann quatschen und keine Ahnung, reacten. Auf geile Prank-Videos von YouTube sind. So, weiter ein Tschüss sagen. Tschüss. Jack, Vater, Emila. Tschüss. Bye, have a good time. Baby, Kussi, Kussi. Kuss. Ich muss das schnell unterbinden hier, sonst eskaliert das gleich wieder. Springnick, haben wir Showtime, Dankeschön für den Wiesam 25 noch und Rumpel, danke für den Wiesam 13. Gieten, nix Gieten. New Luck, danke für den Prime am 28. und Gamble, danke für den Wiesam am 11. und Tukulu. Aber wir hatten unten, glaube ich, welche vergessen, oder? Wer hat geresubbt oder gesubbt und wurde nicht vorgelesen? Der möge sich jetzt bitte im Chat noch melden. Ich weiß jetzt nicht, wen ich alles vorgelesen habe. War aber trotzdem mal angenehm, heute nur zu quatschen. Aber ich wollte euch Bescheid sagen. Damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Ach, Iga, die fahren doch heute, oder? Hab ich gelesen, hat Dings getwittert. Der Nils hat getwittert. Dass da irgendwie so ein dickes Rennen ist oder so. Ja, die fahren, Alter. Übel geil. Okay. Wir haben ja erst halb elf. Trotzdem, ein paar gehen von euch ins Bett. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. War cool, Leute. Ihr wisst Bescheid. Morgen normal mit irgendwelchen Trash-Games. Dankeschön für den Support. Danke für die Subs. Danke für die Liebe. Danke für alles. Ich schicke euch zum Sascha. Seid lieb da. Macht keinen Eggmack. Und Hände über der Bettdecke. Und Finger weg von den Drogen. Bye-bye. Und Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Zeigt einen Duplo, wenn ihr das jetzt hier gehört habt.